10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Der Michi steht da. Super. Ich möchte wieder alle recht herzlich begrüßen zur 16. Montagsharmonie hier in Klagenfurt bei der Pestsäule. Wer hat letzte Woche die Klagenfurter Zeitung gelesen? Der kann jetzt aufzeigen. Super. Ich war am Freitag und habe mir gedacht, jetzt schau mal einer, da liest es so durch. Da sehe ich auf einmal Harmonie am alten Platz, nur montags. Ich habe so Freude gehabt, wir sind drin mit der Montagsharmonie in der Klagenfurter Zeitung. Also es ist echt Applaus wert, gewaltig. Super. Es steht drinnen, es nennt sich Montagsharmonie und ist in vielen Städten ein zwangsloses Treffen, wo Menschen sich ausdrücken können. So auch in Klagenfurt am alten Platz bei der Pestsäule. Es ist wie Speaks Corner in London und doch mehr. Was sich im alten Platz bei der Pestsäule jeden Montag zwischen 18 und 20 Uhr abspielt, ist kurios, manchmal witzig, immer aber ernsthaft und interessant. Das unspektakuläre Spektakel nennt sich in Klagenfurt Montagsharmonie. In Berlin Montagsmahnwache und so weiter. Immer eine Demonstration ist die Art von Harmonie, aber es geht nicht gegen, sondern für etwas. Alexander König im Gespräch mit der Klagenfurter. Es ist ein offenes Mikrofon. Man hört andere Perspektiven zu brennenden Themen. Das heißt nicht, dass das stimmt, aber man denkt dann besser darüber nach. König, das ist keine Sekte, kein Verein, es sind Menschen wie du und ich, die sich hier treffen, sprechen oder ihre Ideen präsentieren, eigenständig und kritisch denken, entscheiden und handeln, darum geht es. Das ist echt einmal ein Applaus wert, gewaltig. Danke der Klagenfurter Zeitung. Jetzt regnet schon ein bisschen, egal, ich sage trotzdem noch was. Ich bin der Markus Wölscher, ich komme da von Klagenfurt, ich habe studiert Lehrer für Sonderschule und Integration, ich arbeite jetzt mit schwerstbehinderten Menschen zusammen. Warum stehe ich eigentlich da? Das hat bei mir angefangen vor circa 5 Jahren. Mir hat das alles nicht interessiert, mir hat Politik nicht interessiert, überhaupt nichts. Ich habe irgendwann einmal einen Film angeschaut, wo ein kleines Mädchen gegangen, das was Dinge aufgedeckt hat und da hat sie Dinge aufgedeckt von der Politik und so weiter und das hat gesagt, es sind eben Menschen agieren hinter der Politik, hinter der Religion, hinter dem Geldsystem und so weiter. Das hat mich dann so fasziniert und da habe ich gedacht, na interessant, vielleicht ist es eine Verschwörung oder mehr, dann habe ich einfach geforscht und die haben nicht mehr losgelassen und bin gleich einmal auf Videos gekommen, wo wirklich Sachen ans Licht gekommen sind, die was mir richtig gefallen haben, die was mit Beweise belegt worden sind, dass wirklich Menschen hinter der Politik regieren, dass Menschen hinter dem Geldsystem sind, hinter die Religionen und das hat mich fasziniert und da haben wir gedacht, wenn das wirklich so ist, wenn ein paar Familien die Welt beherrschen, dann müssen wir da was dagegen tun und dann habe ich geschaut, wer macht noch was dagegen und dann bin ich auf Menschen gekommen, ganz viele Menschen, die was dagegen machen, was sich einsetzen für Dinge, für eine bessere Welt und dann habe ich mit denen gemeinsam einfach mich verbunden, vernetzt und habe gesagt, wir machen gemeinsam was und wir machen das auch jetzt aus dem Grund, so wie ich, was ich dort habe, können das anschauen bei einem Video, so dürfen die Menschen bei uns auf montagsharmonie.net die Dinge anschauen und einmal nachforschen, nachgehen der Sache und sich einfach da mitreißen mit uns, weil wir bauen da eine neue Welt auf, wir machen da nicht irgendwas, wir machen ganz was Großes, aber mal ganz klein sind da, im Kleinen ist immer das Größte und das ist das, was bleibt. Und ich danke auch jedem Einzelnen, der was jetzt da steht, ab ein Regen, der was sich da einfach mit eingibt in das, der was dabei ist, was da jetzt einfach mit uns mitkämpft, sage ich einmal ohne Waffen, für den Frieden. Genau. Mich hat die Woche noch etwas beschäftigt. Zu mir sagen immer ganz viele Leute, es hat eh keinen Sinn, es bringt nichts mehr, es ist eh alles schon so weit fortgeschritten. Und ich habe mir gedacht, mir ist das egal, ich war bis zum Schluss, aber wenn da die Panzer schon einrollen, wir stehen da einfach da, wir tun da was dagegen, weil ich mag nicht dann sterben und einfach draufkommen, ich war ein fauler Sock, der was nichts getan hat, der was einfach nur so dahingeklebt hat, wie sonst jeder. Und da rufe ich auch jeden auf, die, was das jetzt anschauen, hinter die Kameras, erhebt euren kann Hintern, kommt her, macht mit uns das gemeinsam. Es geht um so viel, die Welt ist wirklich am Abgrund und da müssen wir einfach was dagegen tun. Wir haben noch eine kleine Chance und die nutzen wir. Und ich weiß einfach im Herzen, ich weiß das ganz klar, wir werden das schaffen, egal wie,
aber wenn es echt ganz arg kommt und wenn es echt das Schlimmste jetzt kommt, was man sich noch vorstellen kann, es wird einfach passieren, weil die Gerechtigkeit wird siegen, so wie David gegen Goliath, das wird passieren. Genau. Wir haben heute auch was zum Ankündigen. Heute ist wirklich eine Live-Übertragung und das wird sein. Wir werden heute super Reden haben, nämlich in Franz Hörmann ab 19 Uhr. Dann den Heini Staudinger von GEA und zum Schluss in Harry Friedmann, auch ein total toller Redner, hat unter anderem ein paar Bücher geschrieben, unter anderem auch im Bankster Club jetzt vor kurzem und der hat auch sehr viel zum Sagen. Ist ein echt toller Redner. Super, danke. Das Mikrofon ist natürlich wieder für jeden geöffnet. Es kann jeder kommen. Wichtig ist dabei, es hat jeder die Eigenverantwortung über das, was er redet. Und bitte einfach nicht total lang reden, sondern einfach das auf den Punkt bringen. Das kommt immer ganz gut an. Und wichtig ist auch, dass man nur einmal redet. Das ist gut, dass jeder drankommt, was drankommen möchte. Und bei Max kann man sich melden. Jeder, der was heute reden will, der kommt einfach zu Max. Wo ist der Max? Er zeigt kurz auf. Sag gar nicht doch. Auf jeden Fall da drüben beim Büchertisch einfach sich melden, wer was reden möchte. Und fürs Publikum auch wichtig, wenn jemand wirklich ganz lang redet, dann hat jeder die Verantwortung, dass er einmal vorkommt und sagt, so, jetzt ist einmal Schluss, jetzt ist es genug. Ja, genau, dass man einfach dann nicht sich dann da noch aufregt und sagt, da rennt alles so lang, sondern dass wirklich jeder das gemeinsam macht mit uns. Ja, so darf ich nur sagen, für den Frieden heute, wirklich nochmal für den Frieden, wir sind mal so für den Frieden da, wir bewegen das so wirklich so mächtig, auch alle, für alle, was da rundum sitzen, für einen Frieden, egal in was für einem Bereich, egal was wir heute hören, wir sind für einen Frieden da und wir machen das wirklich freiwillig, ohne was dafür zu bekommen und wir sind immer wieder da und das ist das Wichtigste, was es jetzt braucht, Menschen, die was dastehen, egal was passiert, Menschen, die was für andere dastehen, zum Beispiel für Menschen, die was in der Ukraine schon niedergebombt werden, oder für Menschen, die in Afrika versklavt werden, wo das Geld weggezogen wird. Für Menschen, die niedergeimpft werden und krank werden. Für Menschen, die an Krebs sterben, weil zum Beispiel die Chemotherapie ein absoluter Wahnsinn ist, kann man sich informieren. Ja, genau. Danke. Ja, hallo liebe Freunde, auch von meiner Seite recht herzlich willkommen zur 16. Montagsharmonie in Klagenfurt. Ich habe heute wieder mehrere Themen mitgebracht, aber ich werde es kurz probieren, das ein bisschen im Rahmen zu halten. Ich möchte als erstes beginnen mit der ALS Ice Bucket Challenge. Ich habe eine Nominierung bekommen. Liebe Alexandra aus Treffen, ich werde nicht daran teilnehmen, weil ich finde, man soll Wasser nicht verschwenden. Wir haben sehr viele Menschen auf der Erde, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Es sterben in der Stunde 7 Menschen, weil sie eben verdursten, laut WHO. Und das muss nicht sein. Ich will auch kein Spaßverderber sein. Natürlich ist es lustig für Kinder, für Familien zu pritscheln. Aber ich glaube, das kann man anders auch unterstützen, wenn man es unterstützen will. Es soll sich bitte auch jeder ein Bild darüber machen. Denn ich finde, es wird auch hier sehr viel Unwahrheit gesagt. Ich habe mir mehrere Berichte angesehen und bei dieser ALS Ice Bucket Challenge, dass Leuten eben zugutekommen soll, die diese Nervenkrankheit haben, sollen laut Medienberichten nur 30% des Geldes wirklich den Leuten zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich wirklich nicht der Sinn der Sache. Also liebe Alexandra, nicht böse sein. Ja. Ich glaube, die Zeit des Bittens ist vorbei. Ich habe heute einen kleinen Forderungskatalog an die Politik mitgebracht und ich möchte ihn jetzt kurz halten, natürlich, dass die anderen Redner auch drankommen. Ich fordere von der Politik dezidiert einen Abzug aller Soldaten aus den Kriegsgebieten. Wir haben heute übrigens auch den ersten Weltfriedenstag. Der wird in Deutschland begangen, in mehreren Städten, als Erinnerung daran, wie der Zweite Weltkrieg begonnen hat mit dem Einmarsch in Polen. Und da passt das auch ganz gut dazu. Ich fordere von der Politik dezidiert ein Verbot von Waffen
Exporten und Importen und Geschäften mit dem Krieg, vor allem in Kriegsschauplätzen. Aber wir brauchen generell keine Waffen. Ich fordere von der Politik weiter eine freie Presse, dass die Presse nicht gekauft wird, nicht unterdrückt wird, um Unwahrheiten zu verbreiten, sondern die Menschen wirklich sachgerecht zu informieren in allen Bereichen des Lebens. Ich fordere von der Politik eine Offenlegung in allen Bereichen des Lebens, und zwar dahingehend, dass es keine Geheimverhandlungen mehr geben darf, wie wie CETA. Man muss die Menschen informieren. Es gibt noch weitere Beispiele wie Fracking, wie Chemtrails. Warum gibt es keine Antworten über das Geoengineering? Warum werden die Leute nicht informiert? Eine komplette Offenlegung, keine Geheimverhandlungen mehr. Dazu könnte man auch Livecams in jedes Parlament der Erde installieren, dass die Menschen sich auch wirklich live davon ein Bild machen können, weil jeder weiß, mit der Technik ist heute vieles möglich, und da haben die Leute dann wirklich vor Ort die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen oder auch daheim an den diversen Geräten. Ich fordere von der Politik einen Schuldenerlass auf der ganzen Welt. Schuld darf es nicht mehr geben, und da fordere ich auch die Politik auf, das Zins- und Zinseszinssystem abzuschaffen, das Schuldgeld abzuschaffen und vor allem die Federal Reserve, ACD, abzuschaffen. Das gehört verboten. Ich fordere Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen auf der Erde. Weiters fordere ich von der Politik eine Beendigung des Lobbyismus. Es kann nicht sein, dass Lobbyisten darüber bestimmen, wie Menschen zu denken haben, was sie zu essen haben und so weiter. Ich fordere die Politik auf, eine für unsere Jugend wirklich geänderte Bildungspolitik. Ich sage es mit Robespierre, der gemeint hat, das Geheimnis des Friedens besteht darin, wie die Menschen gebildet sind. Das Geheimnis der Tyrannei ist ganz einfach erklärt, besteht darin, dass man die Menschen dumm hält. Ich fordere die Politik auf, eine ordentliche Umweltpolitik zu machen, vor allem den Tier- und Artenschutz voranzutreiben und nicht die Ressourcen, die wir brauchen für unsere Nachkommen, unsere Kinder und Kindeskinder, einfach so in den Sand zu setzen. Es kann nicht sein, dass wir unseren Nachkommen eine Erde hinterlassen, die nicht mehr bewohnbar ist. Ich fordere die Politik auf, im Bereich Arbeit und Soziales nicht Reförmchen zu machen, auch keine Reformen, sondern bei Null starten. Das gilt eigentlich für die gesamte Liste, die ich hier vortrage. Wir brauchen einen Wandel. Es geht so nicht mehr weiter. Ich fordere die Politik auch auf, eine schöne Politik zu machen für die Kinder, für die Jugend. Denn die Jugend gehört gefördert nach ihren Talenten und nicht nach dem, wo sie herkommen. Auch hier darf keine Rolle spielen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion sie angehören. Jedes Kind muss gleich starten können. Die Gleichheit muss hier gegeben sein, auch bei unserer Jugend. Und weiters fordere ich die Politik auf, endlich den Konzernen die Macht zu nehmen, vor allem der Rüstungsindustrie und der Pharmaindustrie, die uns belügen von hinten und vorne, die mit Krieg, mit Elend, mit Leid Geld machen. Das muss aufhören. Ich erinnere an den Lissabonner Vertrag. Solche Verträge müssen eingehalten werden. Im Artikel 2 des Lissabonner Vertrags, da steht es, die Werte, auf die sich die Union gründet, Achtung der Menschenwürde, Achtung von Freiheit, Demokratie und Gleichheit, Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Das ist gar nicht gegeben, denn dieser Vertrag ist schon tausende Male gebrochen worden. Und mich interessiert jetzt an dieser Stelle nicht, wer begonnen hat damit. Das muss einfach aufhören. Im Lissabonner Vertrag steht auch drinnen, dass eben diesen Vertrag diejenigen unterschrieben haben,
die vermeintlich dafür sind, dass Frau und Mann gleichgestellt sind, dass diese Menschen für die Nichtdiskriminierung von irgendeinem anderen Menschen, sei es aus religiösen oder aus anderen Gründen, ist, unterschrieben haben. Da steht auch etwas von Toleranz und Solidarität drin und vor allem auch von Gerechtigkeit. Dann macht das auch bitte. Ja, das ist ein kleiner Forderungskatalog, den könnte man natürlich noch verlängern. Ich möchte aber noch auf einen Kriegsschauplatz näher eingehen, und zwar auf jenen in Gaza und Israel. Und da habe ich übers Internet, über YouTube ein altes Kreisky-Video gefunden. Dr. Bruno Kreisky ist jedermann bekannt, ein assimilisierter Jude, der viel für die österreichische Politik getan hat, der auch Vermittlerrolle gespielt hat, ein Vorreiter war in dieser heiklen Situation damals. Und sein Vortrag vom 8. Februar 1988, der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auch heute. Es muss uns bewusst sein, dass die Palästinenser ein Recht auf Existenz haben. Das müssen auch die Israelis zur Kenntnis nehmen. Das, was jetzt passiert, ist ein Genozid und Landraub. Und es muss doch möglich sein, sich an einen Tisch zu setzen und eine Koexistenz herbeizuführen. Ich fordere alle Soldaten auf, werft die Waffen weg und geht nicht in den Krieg. Man muss sich an einen Tisch setzen. Das, was momentan hier passiert, nicht nur in Israel und in Gazastreifen, sondern auch in der Ukraine, das ist eine falsche Politik. Also auf der Suche nach der Wahrheit ist mir Folgendes aufgefallen. Auf der Suche nach der Wahrheit ist mir Folgendes aufgefallen, wenn man den Vokal U, Lust, wollen wir nämlich wie U ausspricht, fängt der Körper automatisch an zu kichern. Und das ist der Schlüssel zur Selbstliebe. Und ich denke mal, dass der Mann von Nazareth, den Sie ans Kreuz genagelt haben, es möglicherweise ähnlich produziert hat. Nämlich, er hat Liebe verschenkt und Liebe, dieses ist der Schlüssel zur Liebe. Und wenn ich diesen Schlüssel zur Liebe habe, dann liebe ich alle, egal wer vor mir steht. Nämlich noch einmal. Ciao. Ciao. Danke fürs Feedback, Dankeschön. Ja, es gibt sicher viele Zugänge, wie man zum Frieden kommt. Ich möchte aber auch an das Weltgewissen appellieren. Wir dürfen nicht zusehen, wenn Leute ermordet werden. Es darf uns nicht egal sein. Also steht bitte alle auf und macht einen Schulterschluss für den Frieden. Bruno Kreisky hat auch gesagt, Waffen bringen immer wieder und immer wieder nur Unheil. Also weg damit. Ich hätte noch viele Themen, aber ich möchte heute die Zeit nicht strapazieren. Ich bitte euch alle zuzuhören, euch zu informieren. Wir haben wieder sehr viel Material mitgebracht zu allen Themen. Ich danke euch herzlich für die Unterstützung, die ihr immer wieder zeigt. Und ich hoffe, wir werden bald mehr. Friede, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Ja, hallo. Ich denke, jetzt werden wahrscheinlich wieder die einen oder anderen sagen, oh, das haben wir doch alle schon gehört. Aber vielleicht halt auch nicht. Weil ich zumindest war überrascht. Ich habe im Internet etwas recherchiert, was das Wort Frieden bedeutet. Und da bin ich auf sehr, sehr viele Definitionen gestoßen. Unter anderem auf die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Und jetzt haltet euch fest, da steht allen Ernstes Rechtsordnung, bei der Wohl und Wohlstand der Bürgerinnen oberstes Ziel ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn ich jetzt 1.000 Euro oder 10.000 Euro mehr im Monat hätte, dann würde das keinen Unterschied machen, ob Frieden auf der Welt herrscht oder nicht. Heute ist der 1.9. In Deutschland ist heute Weltfriedenstag. Ich frage mich, wie kann ein separates Land beschließen, dass wir Weltfriedenstag haben? Was ist mit dem Rest? Der Weltfriedenstag wird gefeiert oder wie man das auch immer nennen soll,
seit 1966. Ich frage mich, wie kann dieses besagte Land oder alle anderen Länder sich hinstellen, die Klappe halten, wenn so viel Unrecht passiert, wenn so viel Mist passiert. Und wie kann man dann sagen, ja, wir haben einmal im Jahr einen Weltfriedenstag und alle sind beruhigt und gleichzeitig schweigen? Manchmal, viel zu oft, kommt es mir vor wie die drei Affen. Kennt ihr das? Nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen. Ich habe weitergeschaut, was Frieden denn in anderen Definitionen heißt. Da bin ich gestoßen auf das althochdeutsche Wort Friedu. Friedu bedeutet Schonung, Freundschaft. Frieden wird definiert als heilsamer Zustand der Stille, der Ruhe, Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Wir stehen hier jeden Montag wie in über 120 Städten im deutschsprachigen Raum, mittlerweile auch in den USA, in anderen Ländern Europas und es werden immer mehr werden. Und ich denke, wir sind genug Leute, um gemeinsam zu überlegen, was können wir tun ab heute, ab morgen oder was tut ihr alle schon für den Frieden, für die Harmonie. Hier in Klagenfurt heißt es halt ja Harmonie. Harmonie bedeutet, habe ich auch direkt mal nachgeschlagen, Vereinigung von Entgegengesetzten zu einem Ganzen, Zusammenfügung. Also was können wir tun, jeden Tag aufs Neue, um etwas für den Frieden, für die Harmonie auf Erde zu tun? Hallo. Hallo. Ich glaube, man kann in Frieden mit der Umwelt leben, indem man sich zum Beispiel friedfertig ernährt, in Rücksicht. Das hört sich gut an. Erklärst du bitte noch, was friedfertig ernähren für dich heißt? Sich so zu ernähren, dass weder die Umwelt noch die Tiere darunter leiden. Und natürlich auch keine Menschen, die dabei womöglich ausgebeutet werden. Jetzt stehen hier wahrscheinlich viele Leute, die wissen, wovon du redest. Aber ich denke, es wird auf Video aufgenommen. Es gibt einige Leute, die wahrscheinlich nicht wissen, was du meinst mit friedfertig, Ernährung, nicht ausbeuten. Kannst du mal so ein plakatives Beispiel machen, was es für dich aussagt? Natürlich ist die friedfertigste Form der Ernährung erstens die biologische Ernährung und die tierfreundliche Ernährung, und das ist nun mal die vegane Ernährung. Natürlich sollte man das nicht radikal von heute auf morgen vollziehen. Es braucht eine Wandlung und diesen Weg kann jeder beschreiten. Es kann ganz zwanglos vonstatten gehen. Es ist nicht schwer, es ist nicht teuer. Man sollte den Weg einfach beschreiten. Danke für dein Statement. Ich schaue hier einfach mal weiter. Ich glaube, ihr seid heute auch zum ersten Mal hier, oder? Was hat euch heute dazu bewogen, hier hinzukommen? Und noch einen Schritt weiter. Was tust du jeden Tag dafür, dass es etwas harmonischer, etwas friedvoller auf der Welt wird? Ja, weiß nicht. Ich bin kein Profi, aber ich denke mir so, für den Anfang ist es gescheit, wenn man einen Ausgleich hat mit den Leuten, okay? Also wenn man so sich selber ausleben kann und trotzdem keinen Stress hat mit denen, wie die anderen Leute sich ausleben wollen, mehr oder weniger. Schön, wie machst du das rein pragmatisch? Gib uns mal einen Tipp, wie kann man das tun? Wie kann man dazu kommen? Wie zu was kommen? Dass man einfach die Leute, dass man sich nicht stressen lässt, oder was? Ja, man sollte alles nicht so ernst nehmen, denke ich mal. Man sollte alles ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich meine, wir sind alle miteinander, weißt du? Und deshalb sollte man sich nicht irgendwie ausschließen oder andere abgrenzen, weil wir ja alle zusammen können. Und das meine ich damit. Ja, schön, danke sehr. Sie flüchtet schon. Du bist mutiger, oder? Was tust du für den Frieden? Ich versuche, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, niemanden abzuwerten oder hochzustufen. Ich versuche, gesund zu leben, die Umwelt nicht zu verschmutzen, Liebe zu geben. Ja, und wenn jemand Hilfe braucht, ihm zu helfen, so gut es geht. Toll, danke. Ich denke, das ist ein Applaus wert. So.
Okay, wen haben wir denn hier noch unterm Regenschirm? Darf ich Sie auch fragen, was tun Sie jeden Tag, damit die Erde ein wenig friedvoller wird, ein wenig harmonischer wird? Der Schwache, der Schwächste hochzuheben. Damit, wenn jeder das machen würde, dann hätten wir alle Frieden. Ist er harmonisch zu Ihnen? Ja? Das fängt wirklich bei mir selber an, in meinem Herzen, die Harmonie. Und das soll richtig so ein Lebensstil werden, dass man wirklich füreinander da ist, gell, und den Schwachen stützt und hochhebt. Und das, da fängt es dann wirklich in der eigenen Familie an. Gell, und das ist für mich die größte Herausforderung, wirklich Ehemann, wirklich Papa zu sein. Und da, dass da Frieden in der Familie ist, in der Ehe ist, die dann rausgeht in die Gesellschaft, in die Arbeit, wo ich ja bin. Und das ist die größte Herausforderung, die ich jeden Tag wieder von Neuem, wie soll ich sagen, annehme und mich, sagen wir so, mich zurücknehme, mein egoistisches Ich, das nur für mich da ist, zurücknehme und wirklich schaue, wie geht es meiner Frau, wie geht es meinem Nächsten. Ja, Ihre Frau sieht zumindest sehr glücklich aus. Ich glaube, da hat es schon mal ganz gut geklappt. Wie kann man das aber ausweiten, außerhalb der Familie? Hast du da eine Idee? Nochmal. Die Herrschaften haben gerade erzählt, dass es anfängt, in der Familie friedvoll zu sein, sich zu bemühen, sich zurückzunehmen, den anderen wertzuschätzen. Die Frage an dich, hast du eine Idee, wie man das ausweiten kann? Nicht nur innerhalb der Familie zu leben, sondern vielleicht auch mit dem Nachbarn oder mit der alten Dame, die du über die Straße hilfst. Vielleicht hast du ja noch andere Ideen. Ja, da gibt es ja nichts schlechter als das. Also, das freut mich. In der Familie ist es natürlich noch am schwersten, im Frieden leben zu können, weil da sind die Personen, mit denen man viel zu tun hat und da kommt halt viele... Die wissen, wie sie dich piesacken können, ne? Genau, da kommen viel, also ja, Unruhen kommen da zum Vorschein. Und mit dem Nachbar hat man natürlich nicht so viel zu tun oder mit der Person, die man da vielleicht bei der Kasse trifft oder... Rein pragmatisch, wie kannst du jemand helfen auf der Straße oder im Supermarkt, deinen Nachbarn? Ja, wenn zum Beispiel jemandem etwas runtergefallen ist, nachher hebe ich es für ihn auf oder ich schenke ihm ein Lächeln oder wünsche ihm einen guten Tag, wenn es mir dann noch ist. Kennst du den Spruch, jeder Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag? Ja? Ich denke, Lächeln bewirkt ganz viel, den Menschen Frieden entgegenzubringen. Wie siehst du das? Ich bin gleicher Meinung. Ich habe einen Spruch, der prägt mich seit der Kindheit und der leitet mir irgendwo, der heißt so, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich denke mal, ich würde mich freuen, wenn zu mir jeder herkommen würde und mir mit irgendwas beschenken würde oder wenn er mich einfach nur anlächeln würde oder wenn er mir freundlich gesinnt wäre oder wenn er mir helfen würde, wenn mir mal was runterfällt und so bitte dann zu anderen auch und das freut mich natürlich dann auch, wenn man untereinander einen positiven Austausch einfach. Das ist schön und ich denke gerade hier montags passiert das ganz häufig, dass man angelächelt wird, oder? Ja genau, auf jeden Fall. Also Leute, ihr habt gehört, kommt vorbei, hier wird man angelächelt. Sie beide kenne ich auch noch nicht. Warum sind Sie heute hier? Na, weil ich hören will, was es zu sagen gibt. Jetzt haben Sie ja schon ein paar Sachen gehört. Sind da bei Ihnen Fragen entstanden? Ich habe eigentlich etwas, was ich gern korrigieren würde. Und zwar, ich denke nicht, dass der Frieden in der Familie anfängt, sondern bei einem selbst. Und der Frieden fängt immer bei einem selbst an. Und daher, glaube ich, ist das oberste Ziel, bei sich selbst anzufangen und mit sich selbst im Frieden zu sein. Und dann kann man auch Frieden schenken. Wie kann man das erreichen, dass man im Frieden mit sich selbst ist? Wie kann man das machen, dass man im Frieden mit sich selbst ist? Wie kann man das leben? Indem man sich selbst mal besser kennenlernt. Und dann kann man auch die anderen Menschen besser kennenlernen und zum Beispiel eigene Muster zu durchschauen, wie man reagiert, wie man falsch reagiert, wie man richtig agieren könnte. Und das ist ein ständiger Wandlungsprozess und das bedeutet Arbeit. Arbeit an sich selbst. Ich denke, die Arbeit an sich selbst ist immer die schwerste. Wie sehen Sie das? Sie haben jetzt so schön zugehört, wie Ihre Partnerin redet. Lebt sie das zu Hause auch? Absolut, ja. Ja, Glückwunsch. Haben Sie noch eine Idee dazu, was Sie dazu beitragen könnten, dass die Welt etwas friedlicher wird? Ich glaube, das, was die Nina gesagt hat, stimmt absolut. Einmal bei sich selber beginnen. Dann die Menschen, die man gerade begegnet,
anlächelt, hilft, wo es nur nötig ist. Und das Genonce nach außen tragen. Viel mehr, glaube ich, kann man da jetzt im eigenen Raum nicht machen. Ja, ich denke, dass Sie hier heute stehen, hilft ja auch etwas dafür. Ne? Wir werden auf der ganzen Welt immer mehr Menschen, die sagen, wir wollen so nicht weitermachen. Wir wollen Frieden, wir wollen Harmonie und wir wollen eben nicht das, was uns vorgelebt wird von oben. Dazu muss man aber auch bei sich selbst anfangen und wirklich handeln. Selbst aktiv werden und nicht nur fordern, sondern sich selbst einmal als erstes Ziel nehmen und selbst aktiv werden. Sonst wird sich nie was verändern, wenn wir immer nur von anderen fordern. Das ist richtig. Das sehe ich auch so. Danke. Geredet wird viel, aber es ändert sich nicht sehr viel. Genau, deswegen überlegen wir ja jetzt auch gemeinsam, was wir tun können. Nicht nur reden. Genau. So, ein letzter. Wer flüchtet hier am meisten? Wer will nochmal? Hallo, die Dame mit dem schicken Hut. Darf ich Sie ansprechen? Wie sind Sie heute hierher gekommen? Warum sind Sie hier stehen geblieben? Was hat Sie dazu inspiriert? Also eigentlich bin ich jede Woche da, heute mit Hut, weil es ein bisschen regnet. Entschuldigung, ich habe Sie nicht erkannt. Das macht nichts, eben das liegt am Hut wahrscheinlich. Ich bin einfach gern da, weil mir gefällt die Atmosphäre und all das, was gesagt wird, ist total interessant und spricht mich an. Und ich finde auch Frieden, man muss bei sich selber anfangen, Frieden im Herzen tragen und einfach ausstrahlen auch. Und für mich ist auch einfach, ich schaue, dass ich jeden Tag eine gute Tat machen kann, irgendwas. Und wenn ich einfach nur ein kleines Kind erfreut mache oder... Welche gute Tat haben Sie heute schon getan? Mögen Sie uns das sagen? Ja, ich habe diesen Hut gekauft, das ist... Okay, hört sich irgendwie jetzt nach Konsum an, aber ich nehme mal an, da gibt es eine Geschichte zu. Genau, ja, es ist eben eine Hutmacherin, ganz eine nette, die da unten gleich ihr Geschäft hat. Die wollte ich einfach unterstützen und das ist ein Weihnachtsgeschenk für mich selbst schon jetzt im Voraus. Und das ist... War jetzt ein bisschen eigennützige gute Tat, aber ich verspüre dadurch schon einen inneren Frieden und somit. Naja, da sind wir ja bei dem Thema, nicht irgendwo Massenproduktion zu kaufen, sondern vor Ort, damit die Menschen vor Ort auch dafür was haben. Ne? Ja, wie nehmen wir denn noch alle geflüchtet? Ne? Okay, das war's. Der Nächste darf. Ja, Weltfriedenstag in Deutschland. Es wäre natürlich genial, wenn jedes Land einen Weltfriedenstag macht und immer an einem anderen Tag. Dann hätten wir irgendwann ganz viele Weltfriedenstage und hätten eigentlich ein Weltfriedensjahr. Das wäre mal das Erste, was mir so aufgefallen ist. Dann Produkte. Ist auch schon vorher gefallen. Lokale Produkte bei Handwerkern einkaufen. Es wäre sehr sinnvoll und ich habe da auch schon angefangen, eine Liste mit Produkten, die möglichst bio sind, wo keine Sklavenarbeit drin ist, wo keine Hormone drin sind, wo keine was weiß ich noch, Pestizide und da gibt es noch x andere Sachen, Mikroplastik und ja, das fällt mir jetzt nicht alles ein, was es sonst noch gibt. Und da habe ich mal Listen angefangen und das wäre genial, wenn auch andere diese Liste mitmachen, weil dann können wir uns alle eigentlich in relativ kurzer Zeit bio und lokal ernähren. Und wichtig ist, dass zu diesen Lebensmitteln und auch Produkten, dass man dazu auch die Baupläne und die Rezepte dazu liefert. Nämlich, wie schaue ich jetzt zur Kirche? Nein, ich soll da stehen bleiben, okay. Ich würde mich aber gerne bewegen. Na wurscht. Genau. Wie kann ich eigentlich diese Produkte, die ich brauche, auch herstellen? Deswegen diese Baupläne. Und Rezepte. Und dann gibt es natürlich dann dazu Workshops. Workshops kann dann jeder anbieten, der sieht, okay, das könnte ich für mich machen. Und wenn er dann das schon ein bisschen besser kann, dann sieht er, okay, ich kann eigentlich für die Nachbarschaft das machen, ich kann das eigentlich für diesen Ort machen. Und so hätte man dann eigentlich wieder eine lokale Produktion von den verschiedensten Produkten. Das wäre das über die lokalen Produkte, die man kaufen sollte und auch selber machen sollte. So, dann... zu der Hilfe in der Ukraine. Da gibt es in Deutschland eine Aktion, die heißt Friedensmahnwachen helfen. Die Aktion können wir auch in Kärnten da machen, weil es gibt von der Osteuropa-Hilfe, gibt es genau in Klagenfurt Sammellager. Das heißt, wir könnten sagen, so am Montag nach der Mahnwache, wenn ungefähr 500 Leute da gestanden sind oder 1000, dann fahren wir alle gemeinsam mit den Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die da so Kindersachen sind, irgendwelche guten Bekleidungsstücke, irgendwelche Produkte, die halt noch funktionieren.
die werden halt in Bananenkartons abgepackt und dann können wir das nachher dann zu diesem Sammelzentrum bringen. Das wäre schön, wenn wir das auch in Kärnten zusammenbringen und vielleicht auch österreichweit dann in diesen Sammellager dann Ende September in die Ukraine liefern lassen können. Also die Transporte sind alle organisiert, das wäre alles kein Problem. Lastwagen gibt es, Sammelstelle gibt es. Es fehlen halt nur noch die Leute, die was hinliefern. Genau. Dann die Unterschriftenaktion gegen die Lebensmittelverschwendung liegt auch noch da. Die braucht 500 Unterschriften, damit man das ins Parlament einbringen kann, damit eben die Supermärkte nichts mehr wegschmeißen. Das heißt, wegschmeißen schon, aber in die Hände der Zivilgesellschaft, bevor sie im Müllcontainer landet. Das heißt, damit keiner mehr in Container einklettern muss, um die guten Sachen aus sich zu holen. Abgeben natürlich an alle, die dafür ehrenamtlich tätig sind und das sind alle gratis abgeben. Was noch? Genau, vorige Woche ist jemand mit einem Freehug-Umhang, mit einem Freehug-Schild da gestanden. Das könnten wir uns dann auch alle gegenseitig geben. Vergeben. Okay, das ist der Abschluss noch. Der nächste bitte. Meine lieben Montedemokratilern, ich habe in der, warte mal, das ist die Sunde-Zeitung, da habe ich etwas Schauderleins gefunden drin. Und da möchte ich kurz etwas vorlesen. Grüne schicken Riesenjoint durchs Land. Da ist der Dege Joint abgebildet. Schau's in den Kunden verloten. Grüne schicken Riesenjoint durchs Land. Cannabis-Werbung auch vor Schulen. Stellt euch das einmal vor, welche Substanzen bei der Entwicklung dieser Idee eingenommen wurden, kann man nur erahnen. Die jungen Grünen lassen derzeit einen Riesenjoint durch das ganze Land wandern. 3 Wochen lang wird so für die Legalisierung von Cannabis geworben. Größtenteils auf öffentlichen Plätzen, aber auch vor Schulen. Und vor 30 Jahren hat schon im Berau-Gymnasium drinnen in Villach Freudengymnasium, eine Schülerin bei den Treffner Kulturwochen furchtbar geklagt und einen Hilferuf ausgeschrien, weil die Schulleitung, der Großteil des Lehrkörpers mit den Drogenhändlern unter einer Decke gesteckt sind. Das ist eine Nebenbemerkung. Und jetzt weiter. Ja, bei den jungen Grünen ist man stolz auf die Cannabis-Idee. Das Kostüm ist selbst gemacht und die Personen arbeiten ehrenamtlich mit, nebenbei erklärt Bundessprecherin Diana Vizzani und so weiter und so fort. Mit Sonntag also beginnt dies ein großes Einjoint geht durchs Land durch ganz Österreich führen soll. Verteilt werden Flyer auch vor Schulen. Alles in allem viel Rauch um eine äußerst seltsame Werbeidee. Ich möchte bitten, wer irgendwie kann und irgendwo erfahrt, wo diese verloten Omas sind, hingehen bitte, bitte, bitte hingehen zu den Schulen und auf den öffentlichen Platz und dort vor allem die Jugend dagegen aufklären, wo es eigentlich wirklich getrieben wird, dass man unsere Jugend, unsere Zukunft damit vernichten will, weil das eben zur Massenreduzierung des Menschen im Plan drin ist und das alles von der wegen Rothschild-Familie ausgeht. Und nicht nur das, wir sind die Leidenden, unsere Kultur geht zugrund. China hat man seinerzeit auch mit dem Opium hingemacht. Und deswegen bitte, bitte möchte ich alle bitten, noch einmal, geht's hin und schau's, wo es ist, der Wisch und tiefste Leute hinter und vorgehen gegen die Drogenmafia aufklären. Vor allem gegen die Schaden, die die Drogen anrichten. Danke, bitte, nimm sich das zu Herzen und mach so oft und so viel Kind Aufklärung
um unser aller Willen. Unser Volk, unser Leben, unsere Menschen dürfen nicht zugrunde gehen. Und wir tun auch für die Nachbarvölker, für die ganze Weltbevölkerung was, wenn wir bei uns selber anfangen, uns verändern, uns wehren gegen solche Machenschaften. Ja, hallo, schönen guten Abend. Also mir wird immer mehr bewusst, also wirklich im Herzen bewusst, was die Medien, speziell die Massenmedien wirklich dazu beitragen, dass Kriege entstehen. Die sind wirklich Kriegstreiber und ich kann euch nur auffordern, dass ihr wirklich diese Medien kritisch prüft und wirklich mündig dran geht und alternative Medien, die wirklich unzensurisiert sind, wie da bei uns an Stand, einfach durchlässt, damit euch bewusst wird, was da wirklich gelogen wird und was da wirklich Dinge behauptet werden, wo Völker in den Krieg getrieben werden, wo Menschen dann hingehen und gar nicht wissen, für was sie wirklich Krieg führen und da Menschenleben und Leid und alles entsteht. Ich bitte euch wirklich, dass ihr euch informiert, mündig informiert und euch selber meint, bildet und euch nicht von diesen Massenmedien da in irgendeine Richtung drängen lasst. Es ist gewaltig, die sind um so eine Macht, die sie auch dann ausspülen und gegen die Menschen und gegen die Menschen gegeneinander aufhitzen. Ich kann euch nur sagen, wird's mündig, steht's auf und sagt, das ist jetzt Schluss, mit das ist Schluss. Weil die Medien, die uns da was vorlegen und das gegeneinander aufhitzen, das muss jetzt Schluss sein. Ende. Danke. Okay. Hallo zusammen wieder. Freut mich wieder hier zu sein. Danke. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Das Glücksprinzip? Nur ganz kurz einmal. Sehr schön. Also ich stehe nicht so auf Filme, weil die meisten Filme sind ja dazu da, Gewalt und Sex irgendwie zu verherrlichen. Also Sex in gewissen Formen. Aber dieser Film ist wirklich sehenswert. Und da geht es um eine Idee. Und zwar die Idee, die der kleine Junge dort hat, dass wenn man jemand anderen was Gutes tut. Und zwar sowas Gutes, was der andere gar nicht schaffen könnte von alleine. Und das macht man nicht mit einer Person, sondern mit drei Personen. Und man will davon kein Geld, man will keine Zeit, man will gar nichts dafür, man will nur, man tut einfach von Herzen ihnen was Gutes. Und die Idee ist, dass diese drei weiteren Personen genauso dazu aufgefordert werden, wobei die das nicht tun müssen, anderen drei Personen was Gutes zu tun. So dass diese drei Personen, drei weiteren, insgesamt also neun Personen was Gutes tun und so weiter und so weiter. Das heißt, die Idee ist, man fängt einfach an, Frieden zu leben, Freiheit zu leben und Liebe zu leben. Und das Ding ist, ich habe den Film gesehen vor 7 Jahren ungefähr und ich habe diese Idee nicht umgesetzt. Ja? Der Film ist inspirierend, aber ich habe es nicht umgesetzt. Gestern jedoch bin ich nach Kärnten gekommen, bin mit der Mitfahrgelegenheit bis zum Spital gekommen und habe meinen Zug verpasst, sodass ich dort festgesessen bin und war nicht so schön. Ich wollte unbedingt nach Hause und es war alles ziemlich blöd und ich habe zufälligerweise halt dann den Markus und den Manuel angerufen und irgendwie gesagt, ja, kennt ihr jemanden, wo ich übernachten kann da zufälligerweise, weil ich satze von dort. Und er so, naja, wir könnten dich auch abholen. Und ich so, ja, okay, ist auch nett. Und er hat mir damit, also ich glaube, das ist euch gar nicht so bewusst, aber das hat mir so viel Anstrengung und Energie erspart und es war so klasse und so toll. Und ich finde es total super, dass ihr 180 Kilometer von mir gefahren seid. Dankeschön. Und aus diesem Grunde fühle ich mich aufgefordert, drei weiteren Menschen etwas Gutes zu tun. Ich möchte das, man kann das ja in die, ja, die ersten melden sich schon, sehr schön. Und finanziell übrigens nicht, da steht es nicht so gut, aber andere Dinge sehr gerne, Coaching oder so. Und auch ihr seid gerne aufgefordert, dieser Idee zu folgen. Es ist, wenn es von Herzen kommt, dann braucht es auch keine Energie, dann kostet es auch nichts. Und wenn es nicht von Herzen kommt, dann am besten nur warten, sich ein bisschen mehr besinnen, ein bisschen mehr meditieren oder wie auch immer. Jeder hat das in seine eigenen Methoden, wie es am besten wird. Jetzt die Frage, wie schaut es aus? Kommt bald das Radio oder sollen wir ein bisschen reden? Geht noch? Okay, dann rede ich über Konflikte. Es ist nämlich so, ich war jetzt in mehreren Orgas und bei allen Orgern, wer es glaubt, es gibt überall Konflikte. Also kein Orga, wo sie sich nicht fetzen. Orga ist Organisation. Also einfach sozusagen, wir ein paar Leute organisieren das, die das da aufbauen und so weiter. Und alle diese Organisationen haben eben Konflikte. Und das ist super, weil wir haben einen großen Konflikt. Das ist jetzt USA-Russland oder Ukraine-Russland oder wie man es auch immer nennen will. Und wir wollen ja, dass dieser Konflikt anders gelöst wird. Und die Idee ist ja, dass wenn wir anfangen, unsere eigenen Konflikte anders zu lösen, dann wäre es global auch möglich. Das ist eine sehr utopische Idee, sage ich gleich dazu, weil wenn einer anfängt, das ist total nett, aber das reicht nicht. Und auch wenn wir wie die 50 anfangen, das reicht nicht. Aber es gibt da eine Vorbildfunktion und diese Vorbildfunktion wirkt. Und was ist jetzt die Idee bei diesen Konflikten?
Es gibt Menschen, die sind cholerisch, es gibt Menschen, die ran sofort durch, es gibt Menschen, die sagen nie was, die sagen auch nicht, was sie für Bedürfnisse sie haben. Da gibt es einfach Unterschiede. Und manchmal ist es mit diesen Menschen anstrengend. Und wenn man aber erkennt, dass dieser Mensch einfach ein anderer Mensch ist und genauso Mensch ist, das heißt, der genauso das Bedürfnis nach Liebe, nach Freiheit und so weiter hat, also der im innersten Kern, eigentlich sind wir uns alle total ähnlich, im innersten Kern wollen wir alle das selber. Wieso will ich bewusst im innersten Kern? Also den meisten ist gar nicht bewusst, welche Bedürfnisse sie haben, die können das gar nicht ausdrücken. Wenn uns das klar ist, ist uns auch klar, dass wenn jemand mit jemandem einen Konflikt hat, das die beste Lernchance ist, die man da gibt. Also jeder Konfliktpartner ist eigentlich Lehrer für mich. Und zwar nicht Lehrer wie in der Schule, also Langeweile-Trainer, sondern Lehrer im Sinne von, ich kann was wirklich für mich mitnehmen, ich kann wachsen, ich kann größer, also nicht nur höher, schneller, weiter, sondern auch in eine andere Dimension, auf eine andere Ebene besser. Dankeschön. Und dafür braucht es aber eben Konfliktfähigkeit. Das wird ja seit meinem Schulsystem und so, wir haben ja darauf trainiert, so wenig wie möglich mit anderen Menschen wirklich zu tun zu haben. Also wirklich auf tiefster Ebene. Jetzt im Sinne von geschäftlich, ja, okay, aber so wirklich sagen, hey, ich kenne dich zwar nicht gut, aber ich bringe dich einmal 180 Kilometer von A nach B, das machen wenige Menschen. Und da ist aber meine Idee, mein Appell, schaut euch einmal das an, vor allem mit den Menschen, die ihr nicht mögt, weil meistens ist es so, dass diese Menschen einen Schatten werfen, und zwar den eigenen Schatten, den man darin spürt, und deswegen triggert dann das. Also triggern ist ein anderes Wort für, es löst das aus, emotional. Und damit kann man sich einfach mal beschäftigen, einfach mal nicht nur mit den Sachen, die uns gefallen, also Foodsharing ist alles super, weitermachen, unbedingt, ist alles klasse, aber auch mit den Sachen beschäftigen, die uns gar nicht taugen, wie das, was in der Ukraine passiert, aber auch das, was hier vor Ort passiert. Beschäftigt euch mit diesen Konflikten, weil aus diesem Grund, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir den Kontinent verändern. Wenn wir den Kontinent verändern wollen, müssen wir das Land verändern. Wenn wir dieses Land verändern wollen, müssen wir diese Stadt verändern. Wenn wir diese Stadt verändern wollen, müssen wir die Straße hier verändern. Und wenn wir die Straße verändern wollen, müssen wir unsere Nachbarn verändern. Und wenn wir unsere Nachbarn verändern wollen, musst du dich selbst verändern. Dankeschön. Ich habe wieder das Übliche, nur ganz kurz. Es gibt seit gestern die neue montagsharmonie.net-Seite. Die Seite ist jetzt, da kommt alles rauf, eben was die Montagsharmonie betrifft. Ich habe auch ein Forum gemacht, also in diesem Forum kann man sich registrieren und teilnehmen an der Diskussion. Es gibt dort auch einen Orga-Bereich, also ich rufe alle Orgas von uns auf, sich zu registrieren. Und dieser Orga-Bereich ist geschlossen natürlich, also sprich, dass man das intern abklären kann. Der ganze Rest ist natürlich offen und frei. Bitte registriert euch beim Forum www.montagsharmonie.net. Rechts oben ist ein Button Forum, einfach registrieren und nehmt bitte an der regen Diskussion teil, wie können wir Klagenfurt und Kärnten und im Idealfall die ganze Welt verändern. Danke vielmals, danke. Dazu möchte ich noch einen kurzen Satz sagen, und zwar ab 22. September gibt es auch in Niederösterreich die erste Mahnwache, und zwar in St. Pölten. Herzlichen Glückwunsch, wir sind dann komplett mit allen Bundesländern. Und ich möchte auf diesem Weg auch noch den Hannes Werkel grüßen von der kleinsten Mahnwache in Österreich, in Jennersdorf im Burgenland. Da sind immer tapfere 6 bis 10 Menschen dort, und die ziehen das aber durch. Einen herzlichen Gruß aus Klagenfurt. Ja, habe gerade gehört, es ist ein Klagenfurt. Also Hannes, mach weiter. Also ich habe keine Lösungen, aber ich wollte nur aufknüpfen, was du vorher gesagt hast. Ich finde das wirklich eigentlich schon einen guten Ansatzpunkt, bei den Konflikten anzufangen, weil das ist eigentlich das, wo viele davonrennen. Das ist das, wo viele eigentlich wegschalten oder nicht hinschauen wollen, weil es einen aufregt. Aber du hast ganz recht, ich finde, am meisten lernt man über sich selbst, bei sich selbst, durch Konflikte. Okay, das war's schon. Danke. Ich bin kein Kriegsveteran und sitze deswegen im Rollstuhl. Im Rollstuhl sitze ich ganz wegen was anderes. Ja. Im Rollstuhl sitze ich, weil Leute gierig sind und unbedingt viel Geld machen wollen. Darum sitze ich im Rollstuhl. Das sind die Farmers schuld und der Arzt.
Darum sitze ich im Rollstuhl. Da hat man Mittel verschrieben und hat mir als Versuchskaninchen benutzt. Und darum sitze ich im Rollstuhl. Ja, Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie war ich. Nicht? Und da hat man Mittel verschrieben, das war zu. Und dann habe ich einen Schlaganfall gehabt. Nicht? Aber ich bin auch einer, der die Zeit erlebt hat. Weil heute ist ein Jahrestag, der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und ich kann mich noch gut erinnern. Ja, also wie gesagt, ich habe den Beginn des Ersten Weltkrieges miterlebt und dann die ganzen anderen fürchterlichen Dinge, die dann noch passiert sind. Und ich kann nur eines sagen, es war eine schiere Zeit. Es war eine grausliche Zeit. Zum Glück war ich ein Kind, das immer sehr friedlich war. Ich wollte nie raffen. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, werde ich da, ja, werde ich da. Habe ich gesagt, Mama, warum soll ich denn nicht hauen? Das tut einem ja weh. Und die Mama, die wollte mich immer zu einem kämpfenden Buben machen. Aber das ist nicht gegangen. Dann wollten sie noch, dass ich in die Nachpolar gehe. Wissen Sie, was die Nachpolar war? Nationalpolitische Erziehungsanstalt für Hitler. So eine Kaderschmiede. Und der schaut mich an und sagt, nein, liebe Frau, der ist uns zwach. Na, besser zwach als hart, nicht? Es kommen zwar nicht die Harten durch, aber die meisten Harten kommen auch um und viele Harten sind umgekommen in den Krieg, in den Scheißlichen, nicht? Und ich war immer ein friedliches Kind und das bin ich auch heute, ein friedlicher Mensch. Ich streite mich nicht mit den Nachbarn um und um. Ich versuche immer, mit den Leuten gut auszukommen. Und warum soll man streiten? Das bringt ja nichts. Man soll sich ja gegenseitig vertragen. Man will doch leben. Weil Leute, die nur streiten, die gingen ja ein. Streit macht schier. Und Streit macht alt. Und dann sitzt er als vergrämter alter Mann da. Und das will ich nicht. Und ich habe auch gar keinen Grund. Ich habe niemanden. Ich habe keine Feinde, keine persönlichen. Kann ich ruhig sagen. Denn die Freunde, also die Feinde, die persönlichen, die sind alle zu Freunden geworden. Die sind keine Feinde mehr. Und das sollten wir alle beherzigen. Und was die treiben mit uns, die Medien, die wollen wieder ein Feindbild aufbauen mit Gewalt, dass wir eine Wut kriegen sollen. Ja, über was denn eine Wut? Die sollen eine Ruhe geben mit Kriegshetzen, die Amerikaner. Die wollen doch nicht einen Waffenklumpert wieder anbringen. Nicht? Die wollen doch wieder Geschäfte machen, wie sie es überall auf der Welt gemacht haben. Nicht? Immer umzindeln, dass sie auch viel Klumpert und Waffen verkauft haben und Flugzeuge und Kriegsmaterial. Nein, das ist es. Das ist ihr Ziel. Und dafür beißen so und so viele Menschen, junge Menschen ins Gras. Nein, das ist doch traurig. Nein, das Schönste ist, wenn sie sagen, einrücken und man kann sagen, ich gehe nicht hin. Macht euch einen Krieg selber. Sollen sie die ganzen Generäle und die ganzen Waffenhändler auf einer Insel zusammentun, da sollen sie sich streiten, da können sie sich gegenseitig die Schädel anhören. Aber wir haben nichts damit zu tun. Wir brauchen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Wir haben genug noch von den Bomben, die sie uns am Schädel gehauen haben, die Amerikaner in Wien. Halbert Wien haben sie zusammenbombt. Und andere Städte haben zusammenbombt. Wenn ich denke an den Feuersturm in Hamburg, wo ein ganzes Wohnviertel zusammengebrannt wurde. Oder denken Sie an Dresden, was da passiert ist. Wir brauchen nicht sowas in Europa. Wir haben genug Krieg erlebt, zu viel schon, viel zu viel. Und viel zu viel Tote. Wir wollen einen Frieden haben. Die sollen uns in Ruhe lassen mit einer Kriegshetze. Wenn die Arme wollen, sollen sie die Herren in der Wall Street selber gehen. Und die Amerikaner wollen auch keinen Krieg, die haben auch nur. Na glaubt die amerikanische Bevölkerung wie ein Krieg? Die haben da schon genug Verluste gehabt in Korea und überall haben sie bliert, nicht? Überall haben die Arme draufgezahlt und haben sie Tote gehabt. Na ist das notwendig? Wir brauchen keinen Krieg. Soll in Ruhe geben. Auch die Russen haben viel Kriege erlebt. Viele Leute sind in Russland gefallen. Überall, ganz weltweit. Und wir müssen doch endlich einmal vernünftig werden. Und die EU tut ja so, als wenn man jetzt den großen Frieden angebrochen ist. Na, dann sollen sie aufhören zum Kriegshetzen mit ihren blöden Sanktionen. Der Putin will nur nicht, dass die Amerikaner am Süd in sein Land umspucken mit ihrer Finanzpolitik.
die braucht er nicht. Die braucht mir auch nicht. Weil die wollen uns eh nur anrahmen, die Gestopften in der Wall Street. Die Herrn Rockefeller, Rothschild, Morgens und wie das ganze Gsindler heißt in Amerika. Entschuldige, dass ich das so sage, so frei. Ich muss ja aufpassen, sonst sperren sie mich noch ein, aber das ist mir wurscht. Die Sankfraster, denn die verdienen an der ganzen Welt, in der ganzen Welt haben sie mit sie Kriege angezettelt. Überall haben sie ihre Waffen hier verkauft. Nette Völker sind so schlimm. Wenn sie keine Waffen kriegen, können sie ja gar keinen Krieg führen. Nicht die bösen Saudis. Aber wenn die bösen Saudis Waffen kriegen und verkaufen und es den Islamisten geben, na ja, dann sind doch die Schuld, die Waffen verkauft haben, bitteschön. Weil wenn es keine Waffen gibt, gibt es ja keinen Krieg. Na gut, dann sollen sie sich halt mit dem Messer anstechen. Aber nicht mit den Maschinengewehren und mit Giftgas und alles Mögliche niedermachen. Und nicht die Zivilbevölkerung. Wenn Leute raspen wollen, dann tanzen sie eh. Aber dann trifft es nicht so viele, die gar nichts mit dem Kämpfen und gar nichts mit dem Krieg zu tun haben wollen. Denn immer zahlt die Zivilbevölkerung drauf. Wie viele von unseren lieben Volksgenossen und wie viele Österreicher sind im Krieg draufgegangen? Ein Onkel von mir ist draufgegangen. Viele Verwandte sind gestorben. Und die Zivilisten haben draufgezahlt. Krieg ist doch was Schreckliches und was Furchtbares. Und Frieden machen ist eine Kunst. Frieden halten auch. Und weise Menschen, die halten Frieden. Nur die Trottel machen einen Krieg, entschuldigt. Jeder Depper, der kann einen Streit entzünden. Jeder Blöde kann streiten. Jeder Dumme kann einen Wirbel machen. Und meistens sind es die Dummen, die Wirbel machen. Wenn sie keinen Wirbel machen, dann waren sie ja nicht blöd. Dann waren sie eh gescheit. Frieden ist eine Kunst zu machen. Krieg kann ja jeder Depperte machen. Und Kriegshetze jeder Korrupte und jeder Geldgierige. Und es ist ja die Gier, die die Menschen treibt, um zu streiten mit anderen, um ihm was wegzunehmen. Und alle Menschen hätten heute genug auf dieser Welt, wenn es nicht immer wieder Leute geben würde, die gierig sind und die für sich alles beanspruchen. Und das ist der Jammer. Und darum müssen wir uns wehren. Und wir dürfen uns nicht aufhetzen lassen. Ich bin ein 30er-Jahrgang. Ich kann mich noch gut erinnern. Marschmusik und ein Wirbel und Gräuelgeschichten dazu über Polen und was die Polen alles angerichtet haben und wie die schießen und so weiter. Und dann hat der Goebbels gesagt mit seiner Fistelstimme, und ab heute wird zurückgeschossen. Nein, der Goebbels, der hat eine Fistelstimme gehabt, der Propagandaminister, der Kerl. Nicht? Ja. Und was ist dann draus geworden aus dem Ganzen? Die Russen haben auch keine Freude gehabt. So viele Russen sind draufgegangen. Amerikaner sind draufgegangen. So viele Deutschen. Millionen Tote. Und das ist das Resultat von Kriegshetze. Und die Medien, die Kriegshetzen betreiben, die sollte man gar nicht kaufen und lesen. Und sollte man ruhig Lesebriefe schreiben. Wir brauchen keine Kriegshetze. Das für einen Frieden eintreten. Und das ist es. Und jeder Einzelne von uns sollte für den Frieden eintreten. Das bitte ich euch. Und Frieden proklamieren. Wir brauchen nicht zu Militär und Waffen und Kriegswaffen. Das ist gar nicht notwendig. Braucht kein Mensch. Was braucht man? Panzerfest kaufen. Was braucht man? Panzer. Was braucht man? Kampfflugzeuge. Schaut ums Geld. So, das ist es.
Wer hat es erkannt? Kennt ihr mal das Lied? Hat man was gehört? Okay, ich warte. Wer hat das Lied erkannt? Ich sehe schon. Ich werde es verraten. Das ist das Lied, das im Franz von Assisi-Film vorkommt. Bruder, Sonne, Schwester, Mond. Ganz ein früher Friedensaktivist, Franz von Assisi, ist irgendwann in Italien, hat er dem Geld abgeschworen, das sein Vater verdient hat, und ist, nachdem er aus einem Krieg zurückgekommen ist, total auf den Frieden eingestiegen. Frieden mit Tiere, Frieden mit Menschen, Frieden überhaupt. Und heute haben wir ja schon einmal gehört, dass die vegane Ernährung hilfreich ist, uns gegenseitig auch friedlicher zu machen und unsere Beziehung zu den Tieren zu verbessern. Ich habe es nicht hundertprozentig umgesetzt, aber ich bin inzwischen immer mehr pflanzlich, vielleicht zu 90% in meiner Ernährung. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube auch, dass die Musik uns helfen kann, unsere Montagsharmonien zu gestalten. Nachdem ich heute im Internet einen Artikel im englischen Garden gesehen habe, von der Joan Baez, habe ich gedacht, ich nehme die CD da mit. Joan Baez, Friedensaktivistin und Sängerin aus der 60er-Jahre-Generation. Ja, würde ich da einfach sichtbar machen und freue mich auf alle, die der Inspiration zur Musik folgen werden. Dankeschön und danke fürs Halten. Ja, grüß euch Klagenfurt. Wo bist du? Ja, und so wie ihr von mir schon kennt, mein Name ist Roman 2.0 und es ist eine Utopie zu glauben, es geht weiter wie bisher. Jetzt habe ich an euch eine Frage. Ich war beim letzten Mal an Lösungen dran und jetzt würde ich euch ganz gerne fragen, wollt ihr den zweiten Teil der Lösungen oder wollt ihr was Aktuelles von der Ukraine hören? Also wer ist für Lösungen? Zwei. Und wer ist für Aktuelles aus der Ukraine? Also noch einmal, Lösungen, Ukraine, gut, ja, dann machen wir bei den Lösungen weiter. Gut, das letzte war Geld und Religion, ich mache weiter jetzt mit Bildung. Was kann man selbst tun? Lese und kaufe wieder mehr Bücher. Denk dir nur mal das Internet weg. Was bleibt dann? Die Bücher. Medien bilden uns heute. Wenn wir zweimal Nachrichten sehen, glauben wir daraus, eine Meinung bilden zu können. Jüngstes und bestes Beispiel, die weltweite Kriegshetze gegen Irak, Libyen, Iran, Syrien und jetzt Russland. Medien werden bezahlt, korrumpiert, manipuliert. Wie aus der Geschichte hervorgeht, ist es Europa immer gut gegangen, wenn wir mit Russland kooperiert haben. Und in letzter Zeit folgt aus Amerika alles Schlag auf Schlag. Erst war Assad unser großer Feind, danach war es plötzlich der Iran, wo wir schnellstens hätten eingreifen müssen, und heute ist es Russland. Die meisten Menschen beziehen ihr Wissen nunmehr aus dem Fernsehen. Das hängt doch sehr stark mit dem Hamsterrad zusammen, in das wir uns alle reintreiben lassen. Nach dem römischen Motto, gebt ihnen Brot und Spiele. Das passiert auch heute, Stichwort Deutschland sucht den Superstar, Dancing Star, Big Brother, Olympiade, Fußball-EM und WM und so weiter. Also die ganzen Verblödungskomedies. Im TV kann man eigentlich nur mit den Arte zum Beispiel empfehlen oder Investigative im Internet. Ja, KenFM, Noviso, AZK
und so weiter. Der Rest ist meistens nur Volksbelustigung, Volksvertummung und Manipulation. Vergiss sämtlich renommierte Massenmedienblätter, Bild, Blick und Kronenzeitung. Wobei die Kronenzeitung, das ist ein Lichtblick am Ende des Tunnels, denn die haben sich zum Beispiel vor kurzem oder vor längerem jetzt schon gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen, beziehungsweise haben auch eine Kampagne gegen Genmanipulation gestartet. Also ein kleiner Lichtblick. Schick deine Kinder auf eine Freidenkerschule, Waldorf, Montessori und jetzt ganz aktuell in Klagenfurt die Leihschule am Ehrenberger Schloss. Lerne mit deinen Kindern unbedingt persönlich. Lass nicht von Erziehungsanstalten deine Kinder formen. Weil was passiert denn, wenn sehr viele in ein und derselben Klasse sind? Es passiert Gleichschaltung. Du kannst Altes auffrischen und den Kindern neue Werte beibringen. Sie sind unsere Zukunft. Lerne wieder über deine Natur, deine Umgebung, bilde dich weiter. Kein Mensch lernt jemals aus. Schenk deinem Kind keinen Chemiebaukasten, sondern Überlebenstraining in der Natur. Mach deinen Kindern die Pfadfinder oder ähnliche Gruppen wieder schmackhaft. Sie lernen viel aus und über Natur. Hinterfrage alles und informiere dich. Schluck nicht alles, was man dir sagt. Die Welt braucht mich und dich. Schon in der Schule lernen wir auswendig, um es termingerecht wiederkotzen zu können. Und umso besser man es wiederkotzt, umso besser ist dann die vermeintliche Note. Es wird nicht auf Individualität geachtet, da aus verschiedenen Gründen das System dies nicht zulässt. Es gibt bereits schon so viele neue Ideen für andere erfolgreiche Schulsysteme. Allgemeines. Nimm Taschen zum Einkauf und verwende keine Plastiktüten. Vermeide jede Art von Plastik. In Plastik verpacktes Fleisch, Gemüse oder Obst. Denn Plastik sondert mindestens 7 Schadstoffe dauerhaft ab. Davon das giftigste, Benzol. Erkundige dich über die Wochenmärkte und kaufe bei Biobauern. Und wenn das nicht geht, lass dir das Biokistl nach Hause kommen. Es gibt Bauern in deiner Umgebung, die auch anliefern. Geh in die Natur, da hast du Pflanzen, die dich im schlimmsten Fall auch ernähren können. Also auch in der schlimmsten Wirtschaftskrise weiß ich mich heute zu ernähren. Kaufe saisonales Obst und Gemüse und wenn dann aus der Region. Es ist ökologischer, ökonomischer, verhindert das Bauernsterben und unterstützt dein Umfeld. Reduziere deinen So, Fortsetzung folgt. Gut, dann gibt es schon weitere Möglichkeiten in Urban Gardening oder Zusammenschlüsse von Gemeinschaftsgärten. Das nächste, wo man sich erkundigen kann, nicht alles niederzuspritzen im Garten, sondern eben mit Permakultur zu arbeiten. Dann, auch das mache ich selbst. Ich habe mit meinen Kindern, mit meinen 3 Söhnen schon Samenbomben gebaut und die verteilt. Beim Radfahren, da waren wir Radfahren, haben wir vorher Samenbomben gebaut. Erkundig dich, wo du Bio-Lebensmittel herbekommst. Nicht die vom Supermarkt, ja natürlich, und wie der ganze Dreck heißt, sondern von Bauern, ja, die wirklich vielleicht sogar nicht mehr spritzen oder Mais, der nicht von der Firma KWS kommt, sprich Hybriden. Ja, was kann man noch tun? Aktivismus. Nimm teil am Couchsurfing. Oder wie wäre es zum Beispiel mit Foodsharing oder Carsharing?
lass einmal dein Auto zu Hause stehen. Oder wie wäre es einmal, wenn du mit Schenken anfängst? Ja? Du hast, ihr habt so viel im Keller stehen, was ihr nicht mehr braucht. Und warum schenkt ihr das nicht einfach einmal her? Ja, dann das nächste wäre zum Beispiel Ökodörfer unterstützen oder selbst beginnen. Schaut euch um, wo das nächste bei euch ist. Dann, ja gut, lassen wir mal den Zettel weg. Ihr habt sicher schon davon gehört, was Mensch und Person ist. Da gibt es einen gravierenden Unterschied. Ich habe jetzt angefangen, vor kurzem war ich wieder mal in Wien und habe geparkt und habe auch einen Parkschein ausgefüllt. Und wie ich zum Auto zurückkomme, 10 Minuten später, ist eine Dame gestanden und hat einen Strafzettel geschrieben. Und ich war schon sehr verwundert, wieso und warum. Und sie hat mir dann erklärt, dass es eine Ruhezone ist. Und auf das hinauf habe ich dann trotzdem eine Anonymverfügung bekommen. Ich meine, ich war dort, sie hat mich gesehen, sie kennt das Nummernschild. Warum dann noch eine Anonymverfügung? Was soll der Blödsinn? Nichtsdestotrotz, ich habe mich hingesetzt und habe 6 A4-Seiten geschrieben und habe mich von meiner Person, Urheber, Republik Österreich, distanziert. Ich bin Mensch und keine Person. Meine Person ist in dem Fall mit der Geburtsanzeige in den Staat Österreich übergegangen. Und der Staat Österreich hat für mich die Sozialversicherungsnummer erschaffen, den Namen, die Geburtsurkunde und sämtliche Ausweisdokumente und so weiter. Und seid mir nicht böse, ich als Mensch brauche keinen Ausweis. Wo will ich mich denn hin ausweisen? Und ich bin auch nicht zum Identifizieren da. Mich gibt es nicht als Kopie. Identifizierung, eine Kopie von etwas. Und deswegen habe ich dann, wie gesagt, eben angefangen, den Brief zu schreiben. Und ja, haltet mal alle Daumen, seit 3 Wochen ist bis jetzt noch nichts zurückgekommen. Aktueller Fall heute, ich bekomme eine Lenkererhebung. Keine Unterschrift. Es steht drauf, Geschäftsführer von Geschäftsführer. Keine persönliche Unterschrift und im Namen von. Okay. Ja, das sagt mir ganz einfach, dass das keine Behörde ist, kein Amt, sondern ja, was auch immer, aber von der Republik Österreich geschaffene Behörde. Und auch da werde ich es sicher so machen, dass ich mich von meiner Person distanziere und ja, mal schauen, was da dabei rauskommt. Ja, was kann man noch machen im Aktivismusbereich? Ich selber habe mich einerseits für ATAG eingesetzt, für den Tauschkreis, habe diverse Werbespots gemacht, sogar einen Kinospot für das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt aktuell für den Kernzweig der AZK ist ein ganz neues Format, ein weiteres Format. Und so versuche ich, da Teil des Wandels zu sein. Und alles, was ich da gesagt habe, den Lösungen, auch im vorigen Teil, das lebe ich mittlerweile. Wir haben seit 3 Jahren von Fleisch abgeschworen. Wir tun selber anbauen, mit Permakultur anbauen. Wir distanzieren uns von unserer Person, wir zahlen so weit wie möglich eben keine Steuern mehr. Ich habe auch keine Firma, das mache ich so, ohne. Also Finanzamt kann es gerne bei mir vorbeikommen, kein Problem, wir können gerne darüber diskutieren. Freue mich schon drauf. Ja, und so kann jeder was im Kleinen dazu beitragen, dass unsere Welt besser wird. Danke. So,
So gut. Also, es ist jetzt der Heini Staudinger live. Wir versuchen, ihm draufzuschalten. Ich habe abgeschnallt, wie freundlich der Bernhard Koster noch über ist. So wie der Bernhard bin ich nicht gestrickt. Wie mir 1999, das war übrigens auch Sparkasse Oberösterreich, der Bankdirektor Heiter, er hat wirklich so geheißen, den Kreditrahmen von 12 auf 5, auf 7 Millionen Schilling gekürzt hat, bin ich fuchsteufels wütend geworden. Und habe mir damals vorgenommen, es gibt für meine Firma kein wichtigeres Ziel, außer bankenunabhängig zu werden. In meiner Vorstellung 99 hat das geheißen, wir müssen schuldenfrei werden. Und das haben wir im Jahr 2003 in etwa geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, die ganzen Schuhe sind gezahlt, das Leder ist gezahlt, die Säulen sind gezahlt, das Gebäude war weitgehend gezahlt. Darin habe ich ein Zeichen hoher Bonität gesehen. Und auf Boden dieser Bonität habe ich zuerst zu Freunden und Verwandten gesagt, willst nicht dein Geld bei mir einlegen, statt bei der Bank, ich zahle dir dieselben Zinsen, die ich auch der Bank zahlen darf. Das war im Jahr 2003. Und mit dem Geld meiner Freunde und Verwandten haben wir die Firma ungebremst entwickeln können. Und bis zum Jahr 2008 haben wir rund 1 Million Euro beieinander gehabt. Und dann sind die Lehman Brothers in Konkurs gegangen und knapp drauf ist auch die Firma RG in Schrems in Konkurs gegangen. Die haben in ihrer Blütezeit 1400 Leute gehabt. Die haben Socken und Strümpfe gemacht in Schrems. Und da ist eine Halle mit 4000 Quadratmetern in unmittelbarer Nachbarschaft frei geworden und ich habe im Brennstoff unser Kundenmagazin eingeschrieben, wer uns bei der Finanzierung dieser Halle helfen möchte, möge sich melden. Waren in 500.000 Euro da. Und dann haben wir die Halle gekauft, haben die ersten Sanierungen gemacht und dann hat es nur immer Leute gegeben, die uns Geld borgen möchten. Und dann habe ich einen zurückgeschrieben, danke für dein Interesse, aber leider brauchen wir dein Geld jetzt nicht. Hat er zurückgeschrieben, das hat die Bank noch nie zu ihm gesagt. Daraufhin habe ich gesagt, bitte darf mir deine Adresse aufschreiben. Wir werden dich und euch informieren, wenn wir wieder Geld brauchen. Und im Sommer 2010 habe ich 150 Briefe verschickt und habe geschrieben, jetzt wollen wir die Halle sanieren, jetzt brauchen wir wieder Geld. Bitte herzlich willkommen. Es sind in der ersten Woche 500.000 gekommen, in der zweiten Woche 300.000 und in der dritten haben wir zurückgeschrieben, tut uns leid. Bitte schickt uns kein Geld mehr, wir wissen nicht, wohin damit. Und mit diesem Geld unserer Freunde haben wir erstens einmal die Firma super entwickeln können und zweitens auch unsere Gebäude glas sanieren können. Eine Folge war, wir haben vorher 35.000 Euro im Jahr für Gas und Öl gebraucht. Nach der Sanierung braucht man 15.000 Euro für Waldviertler Holz und haben es warm. Und da spüren wir genau in die Richtung, müssen wir eigentlich gehen, und zwar nicht nur als Waldviertler Werkstätten, sondern als österreichische Gesellschaft oder nur wichtiger als europäische Gesellschaft, weil dann sind wir nicht von Putin abhängig. Und jetzt ist uns die FMA die ganze Zeit nicht auf die Spur gekommen, das war gut, weil wir auf die Tour diesen Versuch 9 Jahre lang praktizieren haben können und da haben wir irgendwie gespürt, mit der Hilfe unserer Freunde kriegen wir Muskel, gemeinsam sind wir stark. Das gilt übrigens überhaupt. Das Vermögen der Linzer, würde ich sagen, ist zwischen 5 und 10 Milliarden Euro. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das Geld der Bank geben oder ob wir es in Projekte stecken oder Firmen stecken, denen wir vertrauen. Aus Blickwinkel meiner Firma kann ich ganz eindeutig sagen, nur durch den Rückenwind unserer Freunde, Mitarbeiter, Kunden und Verwandten
haben wir das Geld zusammengebracht für diese Entwicklung. Wir waren im Jahr 2003 50 Leute, jetzt sind wir 250. Wenn man mit den 18 Milliarden von der Hypo gleich erfolgreich umgegangen war, dann hätte man mit den 18 Milliarden 1,2 Millionen Arbeitsplätze schaffen können. Aber nein, sie haben das Geld versenkt. Und jetzt sagen sie lapidar, wir haben das Geld verloren. Und kein Mensch versteht, warum sie das Geld nicht suchen gehen. Ich sage, wenn ich meine Uhr verliere, dann suche ich es wieder. Aber die verlieren Milliarden und kein Mensch geht suchen. Trotz alledem, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns der eigenen Kräfte besinnen. Gemeinsam sind wir stark. Und ich würde trotzdem sagen, meine Firma ist eine Ermutigung, dass das aufgeht, wenn viele Leute zusammenhelfen. Jetzt habe ich schon erzählt, uns ist gut gegangen mit dem Geld unserer Freunde, unserer Kunden, Mitarbeiter, die Firma zu entwickeln. Und dann kommt plötzlich die FMA daher und sagt, ihr betreibt illegale Bankgeschäfte, das ist mit bis zu 50.000 Euro zu ernten. Das ist mir am Anfang ordentlich im Magen gelegen. Wir haben dann bei der FMA das erste Mal waren, das war ein grausliches Erlebnis, die waren wahnsinnig unhöflich zu uns, haben ununterbrochen in einen Tonfall geredet, wie, geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Ich wollte doch nur wissen, darüber dürfen wir keine Auskunft erteilen, geben Sie Antwort, die wir gestellt haben. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es sowas in Österreich noch gibt. Ein halbes Jahr später sind wir zum zweiten Mal hingekommen. Da haben sie uns im Foyer schon abgefangen. Wir sind zu siebt dahergekommen und sie haben gesagt, es dürfen nur drei rein. In der Einladung ist geschworen gestanden, dass ich einen juristischen Vertrauten mitnehmen darf. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist mein juristischer Vertrauter. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, den kennen wir. Das ist der Florian Klenk. Das ist der Chefredakteur vom Falter. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, den Journalisten, den lassen sie nicht rein. Und dann habe ich aber Glück gehabt, ich habe gar nicht gewusst, dass der Florian Klenk wirklich ein Jurist ist und in der Einladung ist das so geschwollen drinnen gestanden, haben wir den Florian mitnehmen dürfen. Und das zweite war die Silvi. Die Silvi ist wichtigste Mitarbeiterin meiner Firma und mit der Silvi habe ich mir Codewörter ausgemacht, die sie sagen muss, wenn ich bei der Verhandlung recht zornig werde, wie es mich wieder runterholt. Und dann habe ich gesagt, ich denke nicht im Traum daran, dass ich mir vor euch das System zerschlagen lasse. Ich rede nicht nur im Namen von Heini Staudinger und den Waldviertler Werkstätten, sondern ich rede im Namen von Zehntausenden Klein- und Mittelbetrieben, die von der Bank das notwendige Geld nicht mehr kriegen. Und zwar nicht, weil sie faul sind, sondern weil die Bank nicht mehr tut. Und dann hat der Florian Klenker Seiten geschrieben, da hat sich nicht viel da. Und sechs Wochen später hat der Peter Unger im Landesfernsehen Niederösterreich einen Beitrag gegeben, 2,5 Minuten lang. Und da hat er so sympathisch gesagt, wie wir fleißig sind, wie wir gute Schuhe machen, wie die Arbeitslosenrate im Waldviertel hoch ist und wie die Landschaft schön ist. Und mir hat er sagen lassen, wenn alle Systeme wanken, das Finanzsystem, das Pensionssystem, das Sozialsystem, da müssen wir doch froh sein, wenn sie irgendwelche Leute auf eigene Faust was ausprobieren. Und aus deren Erfahrungen könnten wir ja was lernen. Und jetzt hat der Peter Unger, das war eigentlich ein cooler, ruhiger Typ, der hat dann diese Sendung ruhig abgeschlossen und hat im ruhigen und gelassenen Ton zum Abschluss gesagt. Und eines ist klar, Strafe wird der Heini Staudinger ganz sicher keine zahlen. Und in diesem Signal der Aufsässigkeit sind nachher die Zeitungen angesprungen und wir sind quasi über die Nacht berühmt worden. Und jetzt sage ich gern dazu, wir sind über die Nacht berühmt worden, aber ist nicht das so, dass auch die FMA vorher nicht gekannt hat? Und dann ist dieser Streit durch alle Zeitungen gegangen und dann hat der Magister Ettel im Mittagsjournal in Ö1 gesagt, in Staudinger Heinese Methode, wie er Geld einsammelt, ist besonders perfid. Er nennt sein System Sparverein und er will die Österreicherinnen blöffen, weil die wissen, dass es auf Spareinlagen bis zu 100.000 Euro eine staatliche Einlagensicherung gibt.
Und dann habe ich in Ettel einen Brief zurückgeschrieben. Lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Und parallel dazu habe ich meine 200 Geldgeber unterschreiben lassen, dass sie erstens wissen, dass sie kein Anrecht auf staatliche Einlagensicherung haben, dass sie die Bevormundung durch Staat und FMA nicht dulden und dass sie drittens auf den Schutz durch die FMA verzichten. Und dann habe ich geschrieben, lieber Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Unser System muss ja gar nicht Sparverein heißen. Wir nennen es ab sofort Apfelbäumchen. Apfelbäumchen, hergeleitet vom Satz von Martin Luther: Wenn ich wisset, dass morgen die Welt untergang, wird die heute nur ein Apfelbäumchen setzen. Und jetzt glaube ich, genau in dieser Zeit sind wir, dass wir anfangen müssen, Apfelbäumchen zu setzen, weil wir dürfen nicht darauf hoffen, dass Angela Merkel oder Werner Faymann das für uns machen wird. Nein, wir müssen es selber machen. Und dann hat es beim unabhängigen Verwaltungssenat eine Verhandlung gegeben über meinen Fall. Sind 250 Leute gekommen, nur 50 haben im Verhandlungssaal Platz gehabt. Der Richter ist nervös geworden und hat gleich die Kieferei gerufen. Irgendwer hat gezählt, sind 64 Kieferer auch noch dazugekommen. Und dann ist anderthalb Stunden dahin verhandelt worden. Ein einziges Mal habe ich drei geredet und habe gesagt, mir kommt das alles wie Wortglauberei vor. Das Problem ist ja nicht, ob meine Methode eine gewerbliche Einlagensicherung ist oder nicht. Das Problem ist, wie kommen die Klein- und Mittelbetriebe zu Geld, dass wir eine florierende Wirtschaft haben. Das hat der Richter ignoriert. Und so nach anderthalb Stunden hat er mir interessanterweise trotzdem das Schlusswort gegeben und ich habe gesagt, mir ist es eigentlich wurscht, wie er entscheidet. Auch wenn er gegen mich entscheidet, spüre ich kein Unrechtsbewusstsein. Und daher werde ich die Strafe nicht zahlen. Das hat der Richter relativ cool zur Kenntnis genommen, hat das auch ins Protokoll eingeschrieben und ich bin dann rausgegangen vom Verhandlungssaal. Da haben noch immer über 100 Leute gewartet. Und ich habe gesagt, danke, dass ihr da seid. Weil ihr da seid, fürchte ich mich kein bisschen. Und weil ihr da seid, traue ich mir sagen, dass ich keine Strafe zahle und gemeinsam sind wir stark. Und dann habe ich erzählt und habe gefragt, ob sie die Geschichte von Sacco und Vanzetti kennen. Sacco und Vanzetti waren italienische Einwanderer in den USA, waren starker Teil einer anarchistischen Bewegung und sind in die 20er Jahre hingerichtet worden, weil man ihnen einen Mord in die Schuhe geschoben hat. 60 Jahre später hat der Gouverneur von Massachusetts dieses Urteil als Fehlurteil erklärt, hat sich vor der Geschichte entschuldigt. Die zwei Italiener haben nichts mehr davon gehabt, sie sind umgebracht worden. Und in dieser Zeit sind Lieder entstanden, die dieser Führer, dieser starken Menschen gedacht haben. Und ein Lied ist ganz berühmt worden durch John Baez. Und der André Heller hat es übersetzt und die Erika Blue hat es gesungen. Und dann habe ich vor dem Verhandlungssaal gesagt, ich möchte mit euch jetzt dieses Lied singen, so lang bis alle können. Und wie es alle können haben, habe ich gesagt, und jetzt bitte so laut, dass der Richter auch hört. Und ich möchte es nachher gleich mit euch machen, aber ich sage euch geschwind, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wir haben nachher das Lied gesungen, immer lauter und immer stärker, bis der Richter auch gehört hat. Und dann bin ich zum Richter eingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, Herr Rat, finden Sie das nicht seltsam? Die Banken versenken Milliarden, bei mir geht es um 3 Millionen. Kein Mensch hat einen Groschen verloren. Schaut er mich so an und sagt, na eh. Schaut mich so an und sagt, na eh. Sagt er, was soll ich machen? Ich kann nicht anders. Die Gesetzeslage. Sag ich, ja, aber so sagen alle. Ich kann nicht anders. Und weil wir auf diese Tour unsere eigene Sehnsucht verraten, schaut die Welt so aus, wie sie
ist. Und ich glaube nur an diese Veränderung, wo wir uns mit der eigenen inneren Sehnsucht wieder verbünden und verbrüdern. Und daraus, glaube ich, kommt die Kraft der Veränderung, nachdem unser Land so starke Sehnsucht hat. Ich möchte jetzt mit euch das Lied singen. Und bitte helft mir möglichst schnell. Nicola und Bartolome, einmal schmützt das Eis unter Schnee, dann werden alle endlich kapieren und sie werden die Angst verlieren. Ich finde das Lied deswegen so wichtig, weil es nichts gibt, was uns mehr behindert als die eigene Angst. Bitteschön, jetzt müssen wir so singen, dass die eben zum Schmerzen anfängt. Nicola und Bartolome, einmal schmützt das Eis unter Schnee, dann werden alle endlich kapieren und sie werden die Angst verlieren. Ich tue jetzt das Mikro weg und wir müssen viel lauter singen, weil es die Richter... zuerst muss in die eigenen Herzen eindringen, dass Eis und Schnee schmilzt und nachher müssen wir uns Anlauf nehmen, dass die Richter im Wern auch hören. Die ersten Eisberge schmelzen schon. Und jetzt, dass die Richter im Meer nachhören. Nicola. Aufhören möchte ich mit dem Lieblingssatz von der Dorothee Sölle. Den hat sie geschrieben in dem Buch Widerstand und Mystik. Er heißt, grenzenlos glücklich, absolut furchtlos, immer in Schwierigkeiten. Danke. Ja, hallo. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen aus Linz und Umgebung. Es sind ja viele da, die ich auch von früher kenne. Vielleicht von der einen oder anderen Veranstaltung, auch an der JKU, Johannes Kepler Universität in Linz. Ja, worum geht's bei meiner heutigen Botschaft? Die Probleme des Chiralgeldsystems dürften euch ja bekannt sein. Ihr dürftet ja verstehen, dass diese Zettel, die wir heute in der Hand haben, Schuldscheine sind, aber eben Schuldscheine der Banken. Und dass in dem Moment, wo da keine wirkliche Deckung dahinter ist, die Sache irgendwann fragwürdig wird. Kreditnehmer, die dir also diese Zettel in Empfang nehmen, haben ja auch Schuldscheine, das sind ihre Kreditverträge. Und wenn jetzt wir die Zettel der Banken weitergeben und sie unsere Kreditverträge weitergeben, weil sie die ja an andere Banken wieder verkaufen, dann ist natürlich niemand dem anderen was schuldig. Das ist ganz klar. Ja? Dass man also jetzt den Kreditnehmer nötigt, von einem Schuldschein, nämlich dem Chiralgeld, Bits und Bytes am Konto, in einen anderen umzusteigen, ja, und das mit zeitlicher Begrenzung, weil er sonst seine Sicherheit verliert, ist irgendwie nicht fair. Umgekehrt haben ja die Chiralgeldbeträge, die auf unseren Konten stehen und die Schuldscheine der Banken sind, keine zeitliche Befristung und sie sind auch nicht mit einer Sicherheit hinterlegt. Und das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum sich das rein rechnerisch, wenn das jetzt auch noch verzinst wird, in Summe auf lange Zeit nicht ausgehen kann. Aber das habt ihr ja verstanden und ich glaube, ihr wisst auch schon, wie mein Lösungsvorschlag aussieht, nämlich das Infomoney, das Informationsgeld, dass jeder Mensch
eine Ich-AG ist, seine eigene Bilanz verlängert, aber positiv, gegen Eigenkapital gebucht und bei Bezahlung wird das Geld wieder vernichtet, da verkürzt sich die Bilanz wieder. Ja? Und was übrig bleibt, sind Verträge, die wir aber nicht untereinander als Schuldverträge schließen, sondern immer ein Individuum mit der ganzen Gesellschaft. Weil die Gesellschaft, das ist der Potenzialraum, wo wir alle kooperieren und da können wir alles erzeugen, es ist ja nur eine Frage der Organisation. Was wir benötigen in einer neuen Gesellschaft ist ein neues Bildungssystem, ganz, ganz wichtig, ein wirkliches Bildungssystem, damit die Menschen das, was vorgeht, auch wirklich verstehen und eine andere Form von Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die demokratisch organisiert ist, wo die, die das betreiben, die Wissenschaftler, auch gehalten sind, ihre Methoden und Ergebnisse so zu formulieren, dass sie die einfache Bevölkerung versteht. Weil nämlich in der einfachen Bevölkerung jede und jeder aufgerufen ist, innerhalb kürzester Zeit, vielleicht schon in der nächsten Woche, in dem Fachbereich einfach mitzumachen. Ja? Weil wir eben nicht mehr konditioniert sind auf einen Beruf ein Leben lang, sondern wir dann die Freiheit haben, uns so zu beschäftigen, wie es uns von einem Tag auf den anderen gerade lustig ist, beziehungsweise in Notfällen, wo man uns gerade braucht. Und wenn wir das vernünftig organisieren und die bestmögliche Technologie zum Einsatz bringen, dann werden wir auf die Art und Weise Wohlstand für alle Menschen gleichzeitig erzeugen können, weil wir hier eine Organisationsform haben, die kein Nullsummenspiel mehr ist. Wenn wir das Nullsummenspiel, das rein buchungstechnisch mit soll haben, aktiver und passiver heute umgesetzt wird, wenn wir das beenden, indem der Rechnungskreis nämlich nicht über die Gemeinschaft gelegt wird, sondern immer nur über eine Person, über einen Menschen. Ja? Jeder von uns ist ein geschlossener Rechnungskreis, der die Bilanz verlängert und wieder verkürzt. Ja, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dann kämpfen wir auch nicht mehr gegeneinander, sondern arbeiten wir miteinander. Und wir brauchen natürlich eine neue Infrastruktur und ein neues Softwaresystem beziehungsweise neue Gesetze, die ich dann lieber Spielregeln nennen würde, weil das klingt lustiger. Und Spielregeln kann man natürlich jederzeit verändern, wenn man sich darüber einig ist. Im Konsens sind Spielregeln immer änderbar. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein völlig anderes Gesellschaftssystem, das auch wirklich Spaß machen wird. Aber in dem Zusammenhang ist mir eines noch ganz besonders wichtig. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Das habe ich bisher schon immer wieder betont, aber ich möchte es heute noch einmal verstärkt sagen. Wenn wir heute verschiedene Denkfehler und verschiedene Buchungsprobleme im Zusammenhang mit Krediten, Banken, Geldsystem veröffentlichen, ja, einfach einmal sagen, es ist so, wir bieten bessere Vorschläge an, dann ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir hier keine Schuld zuweisen zu einzelnen Personen oder Personengruppen. Die meisten dieser Menschen sind in diesem System, im alten Bildungssystem, und glaubt's mir das, ich habe das ja selber unterrichtet, die sind einfach konditioniert. Die haben das brav auswendig gelernt und wie das so ist, haben sie es damit natürlich nicht verstanden. Ja? Man kann etwas wiedergeben, eins zu eins, ein Muster, das einem beigebracht wurde, man versteht aber nicht die Zusammenhänge und schon gar nicht die Konsequenzen und die Folgewirkungen. Und das ist das, was eben im heutigen Bildungssystem schiefläuft, warum dann Menschen als Ergebnis herauskommen, die im ersten Moment froh sind, dass sie vielleicht in eine höhere soziale Schicht aufsteigen, dass sie mehr verdienen, dass sie, und das ist dann das Bedenkliche, auf andere vielleicht herabblicken, ja, aber auf der anderen Seite auch wissen, dass sie über die zu bestimmen haben, weil sie dann nämlich eine Befehlsgewalt ausüben. Ne? Und das ist die heutige Hierarchie, die über dieses Pseudo-Bildungssystem aufgebaut wurde. Da kann man aber keinen Menschen und keinen Personengruppen wirklich eine Verantwortung zuweisen. Das ist wirklich einfach kulturell so entstanden. Aber wenn wir es erkennen, dann werden wir es verändern. Ich möchte euch jetzt ganz kurz erzählen, wie das in der Vergangenheit war, wenn in Amerika, in den Vereinigten Staaten, ein Wechsel nach einer Wahl stattgefunden hat. Wenn also nach den Demokraten die Republikaner an die Macht kamen oder umgekehrt. Ja, nach den Republikanern die Demokraten. Was ist da passiert? Da hat es in verschiedenen Ämtern und Ministerien offene Sabotageakte gegeben. Da wurden PCs vernichtet, Festplatten zerstört. Da wurden Telefonanschlüsse aus den Wänden gerissen. Einfach nur, um die Spuren zu verwischen und dem politischen Gegner keine Informationen in die Hand zu geben, die später gegen einen selbst verwendet werden konnten. Seht ihr, und das ist unwürdig eines neuen Gesellschaftssystems. Und das ist das, was wir auf keinen Fall haben wollen. Daher plädiere ich für eine Generalamnestie sämtlicher Entscheidungsträger des alten Systems. Ich bin ausdrücklich dagegen, dass wir da jetzt mit Strafprozessen und anderem agieren. Applaus
Wenn ihr euch heute anschaut, dass die Hypoalpe Adria, die natürlich buchungstechnisch und auch sonst jederzeit gerettet werden könnte, zerschlagen wird. Und wenn auch Konzerne, wenn auch große Konzerne, ja, so lange forterhalten werden, bis man sie dann eben zerschlägt. Das heißt, man löst sie auf und man vernichtet natürlich alle Unterlagen. Vor allem aus dem Rechnungswesen, alle Verträge, ja, das muss verschwinden. Es gibt nicht eine Übernahme durch ein anderes Management. Ja, das sind also immer dieselben Leute, die dann vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln, ja, oder irgendwelche Freunde oder Verwandte oder Mitglieder der gleichen Parteien, die dann irgendwo in diese Posten hochgehievt werden. Warum? Wenn dort wirklich das Management ausgetauscht würde, dann hätten die sämtliche Unterlagen ihrer Vorgänger und dann hätten die natürlich auch alles in der Hand, um die anzuklagen und vor Gericht zu bringen. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich bin dafür, dass wir in eine Gesellschaft überwechseln, in der wir keine Angst mehr haben müssen. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch den Politikern, den Bankern, den Topmanagern, den Entscheidungsträgern, den Shareholdern, was auch immer, diese Angst nehmen. Wir wollen keine Politik der verbrannten Erde. Eine Kooperation wird nur dann und erst dann möglich sein, wenn sie wissen, was immer wir an Unterlagen in der Hand haben, wir werden das, wenn wir es finden, für sie vernichten. Ja? Wir vernichten das einfach, weil die Spielregeln des alten Systems zu Ende sind. Wir gehen komplett in ein anderes System der Kooperation, egal wo einzelne Menschen, in welcher Gesellschaftssicht und welcher Rolle sie im alten System tätig waren. Das ist wahnsinnig wichtig und bitte handelt auch so und redet auch so in eurem Kreis. Ich habe es immer noch zu tun mit Leuten auch auf Facebook, die sagen, ja, können wir da nicht rechtlich vorgehen? Können wir die nicht anklagen? Können wir nicht da irgendwo einen Skandal aufdecken? Ich bin sehr für Klarheit und für Offenheit. Dort, wo es über die Sache und um die Methode geht. Buchungsfehler, wie zum Beispiel die Chiralgeldschöpfung, als doppelte Schuld, nämlich sowohl des Kreditnehmers als auch der Bank. Nicht, das ist ein offensichtlicher Nonsens, aber ein sachlicher Nonsens. Und ich kann nicht von Leuten, die das selber einmal auswendig gelernt haben, aber kann nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, ja, von denen erwarten, dass die das ändern. Die sind ein Teil des Systems und weil sie Teil dieses Systems sind, kann man ihnen das nicht vorwerfen. Es macht keinen Sinn, ja. Wir werden sie genauso liebevoll aufnehmen, wie wir uns auch gegenseitig anerkennen, egal wo wir im alten System gestanden sind, und werden uns neue Spielregeln ausdenken, die so konstruiert sind, dass wir in so eine Konfliktsituation gar nicht mehr hineinkommen können. Das ist also nur die Intelligenz der Konstruktion neuer Regeln, bei denen wir bedingungslos zusammenarbeiten können, zum gemeinsamen Vorteil aller. Und das kann nur politisch dann funktionieren, wenn wir sämtliche Trennungen politischer Couleurs, Gedankenrichtungen, Glaubenssysteme, Religionen, was auch immer, über Bord werfen und einfach von Mensch zu Mensch aufeinander zugehen und sagen, was auch immer und wer auch immer du irgendwann einmal warst im alten System, interessiert mich nicht, wir arbeiten jetzt zusammen. Und diese Botschaft ist mir wahnsinnig wichtig, die möchte ich euch mitgeben, denn das ist für mich das Signal einer neuen Kultur und glaubt mir bitte eines, die wirkliche Änderung im System wird erst dann kommen, wenn das angekommen ist und wenn es uns gelingt, das glaubwürdig umzusetzen. Und da zähle ich auf euch, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne, wie ihr heute dasteht. Ja, und danke, dass ihr trotz dieses ja bescheidenen Wetters alle da seid. Danke vielmals. Danke, Franz Hörmann. So, jetzt schauen wir noch, ob wir das mit der Konferenzschaltung hinbekommen, dass auch der Harvey Friedman noch ein paar Worte an uns richtet. Danke an alle fürs Ausharren, dass wir bei dem Wetter nur immer da stehen, aber es ist wichtig, ich glaube, das spüren alle und schön immer noch, dass wir da sind, dass ihr da seid. Danke für diesen Abend, ich glaube, wir haben wirklich was sehr Wichtiges heute alle miteinander erlebt. Schauen, die Spannung steigt. Hallo, hört ihr mich? Okay, schön. Liebe Linzer oder liebe Friedensmannwache, ich beginne jetzt ganz einfach einmal mit einem Satz. Ich habe die letzten 15 Minuten zugehört und war total begeistert vom Heini Steininger. Bin natürlich, hab mir den Joe Kreisel angehört, aber ich möchte den Ernst Happel zitieren. Jetzt gleich zu Beginn und zum Einstieg. Ja? Der hat eine sehr zutreffende Feststellung einmal gemacht. Als Nationaltrainer. Und der hat gelautet, mit braunen Strichen in der Hose kann man nicht gut Fußball spielen. Und das gilt genauso für die Maßnahmen, die wir Bürger
jetzt Schritt um Schritt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ergreifen müssen, um eine Macht zurückzudrängen, der es gelungen ist, in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 6-7 Jahren, vor allem in den letzten 30, 40, 50 Jahren, eine Struktur im Hintergrund aufzubauen, die das Bürgertum und die Unternehmer, die Haushalte immer mehr unter Druck setzen und in den Hintergrund drängen. So, aber jetzt möchte ich mich einleitend vielleicht bei 2-3 Leuten bedanken. Das erste ist der Bernhard Koster. Lieber Bernhard Koster, ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Ich bewundere Ihr Engagement. Ich finde es großartig. Sie sind sicherlich einer von denen, der keine braunen Striche in den Hosen hat. Und das versetzt mich in einen Zustand der Begeisterung, weil Sie auch nicht der Einzige sind. Es gibt sehr, sehr viele andere Menschen, die versuchen, etwas zu bewegen, etwas auf die Beine zu stellen, um der Öffentlichkeit ein Signal zu senden, dass man hier etwas unternehmen muss. Und ich werde dann auch später darauf eingehen, warum man vielleicht noch etwas mehr unternehmen muss und vor allem, was der Hintergrund ist dieser Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Dann möchte ich mich auch noch beim Heini Staudinger bedanken. Es war großartig. Ich bin mitgerissen worden. Hört sie mich? Ja, alles klar. Okay. Lieber Heini Staudinger, ich kenne dich nicht, aber ich wünsche mir, dass ich dich bald kennenlerne. Ich bin mitgerissen worden von deinem Vortrag und es hat mich erinnert an ein Zitat aus der Bibel. Es ist heiliger Zorn, der aus dir zu hören ist. Also dieser Zorn hat nichts Böses an sich. Herzlichen Dank für dein Engagement und dann muss man letztlich beim Joe Kreisel und beim John Nolan Welcome to Freedom. So, ich möchte jetzt einleiten mit einer Aussage, die früher die Christine gesagt hat, die Organisatorin von dieser Friedensmahnwache in Linz, wo sie auf etwas hingewiesen hat, nämlich auf das Wirtschaftssystem, das vom Wachstum abhängt. Und dieses Wachstum, sie hat ja auch erwähnt, hat ja letztlich dazu geführt, dass wir einen Planeten heute vor uns liegen haben, der schon im August zu einem Erschöpfungszustand erreicht hat. Das heißt, wir leben von den Reserven. Und dieser Zustand ist zurückzuführen auf einen Wachstumszwang. Dieser Wachstumszwang resultiert aus einer ganz simplen Tatsache. So gut wie alle Unternehmen finanzieren sich zu 80-90% aus Fremdkapital. Bei Banken sind es 95-97%. Wenn man sich als Fremdkapital finanziert, dann muss man Zinsen bezahlen. Um diese Zinsen bezahlen zu können, muss man einen Profit erwirtschaften. Und es ist jetzt völlig wurscht, ob ich halt ein Pharmakonzern bin, ein Energieversorger, ein Automobilkonzern oder ein Transportunternehmen. Ich muss Profit erzeugen. Das bedeutet, ich muss wachsen. Und dieser Wachstumszwang, der führt letztlich in eine Sackgasse, weil es zwingt uns zu einem Verhalten, Misserfolg oder besser gesagt Konkurs zu verhindern. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, produktive oder sinnvolle, nützliche Dinge zu erzeugen, herzustellen und zu verkaufen, sondern es geht primär darum, das Scheitern, das Versagen und die Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, indem man wächst und dass man dabei nicht nur die Natur und die Rohstoffe ausbeutet, sondern dass man dabei natürlich auch die Seelen und die Mitarbeiter ausbeutet, vor allem in den Großkonzernen, das steht ja wohl außer Zweifel. Die Frage ist nur, worauf ist das zurückzuführen, dass wir Zinsen haben und unter einem Profit- und Wachstumszwang stehen? Es ist darauf zurückzuführen, und das hat der Alan Greenspan, der vielleicht längst dienende Chef der US-Zentralbank, im Jahr 1999 in einem Interview gesagt, wir damals hinten nach einem Jahrzehnt des Wachstums über die Dotcom-Blase, wir hatten ja in den 90er Jahren ein unglaubliches Wachstum, auch auf den Aktienmärkten zu verzeichnen. Also im Jahr 2000 hatten wir in Amerika 8% Wirtschaftswachstum beim Bruttoinlandsprodukt. Aber der Clinton hat 1999 zum ersten Mal ein Budget, seit 30 Jahren ein Budget vorgelegt, das einen Budgetüberschuss erzielt hat. Und Alan Greenspan hat sich kurz darauf zu Wort gemeldet und hat gesagt, da würde der Staat auf Dauer alle seine Schulden tilgen und zurückzahlen, dann bräuchte es keine Zentralbank mehr. Das heißt, das Geldsystem braucht Schulden, um überhaupt eine Geldmengensteuerung vornehmen zu können. Daraus können wir ableiten,
dass das Interesse der Zentralbanken bzw. der Geldhersteller darauf ausgerichtet ist, Schulden zu erzeugen. Das bedeutet, deren Geschäftsmodell erzielt dann einen Erfolg, wenn es im nächsten Jahr bei allen anderen Staaten, Völkern, Nationen, Unternehmen und Bürgern noch mehr Schulden erzeugt hat. Und diese Banken, egal ob sie Raiffeisen, Erste, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS oder wie auch immer heißen, haben das Ziel, ihre Bilanzsumme zu steigern, indem sie auch neue Schulden erzeugen bei anderen Haushalten, Unternehmen und Einzelbürgern. Und natürlich auch bei Staaten. Und solange dieses Geschäftsmodell von dem Erfolg abhängig ist, andere dazu zu verführen oder zu verleiten, Schulden zu machen, solange werden wir auch die Umwelt weiter ausbeuten, solange werden wir die Seelen und die Arbeitskräfte weiter ausbeuten und solange werden wir Kinder auf die Welt bringen, die morgen auf die Welt kommen mit 30.000 Euro pro Kopf und Nase. Dieses Konzept hat uns in ein Dilemma hingeführt. Dieses Dilemma ist nicht ohne. Und es fällt mir der Meier Anselm Rothschild jetzt ein, weil er letztlich einmal gesagt hat, und da komme ich jetzt dann auf den Heini Staudinger noch einmal zurück, weil der Rothschild ja mal so weise gesagt hat, erlaubt mir das Geld zu drucken und mir ist egal, wer die Gesetze macht. Und da bin ich jetzt beim Heini Staudinger, weil der hat die Erfahrung gemacht mit der Finanzmarktaufsicht. Ich hatte auch Erfahrungen mit der Finanzmarktaufsicht gemacht. Und er hat erwähnt, sein Erlebnis mit diesem Richter, der mehr oder weniger so resignierend, hilflos und ratlos dort gesessen ist und gesagt hat, er kann nicht anders, weil er sich einer Gesetzeslage unterwerfen muss. Das ist grundsätzlich einmal formal richtig, aber materiell ist es nicht richtig, weil es ist immer eine, da folgt mir der Film ein, eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und mit Jack Nicholson, als es damals gegangen ist um die Frage, wer hat den Code Red befohlen. Also diese Gesetzeslage, die wir heute haben und die in den letzten Jahren herbeigeführt und errichtet worden ist, ist eine Gesetzeslage, die schließlich die Interessen der Banken und der Geldhersteller verfolgt und deren Bedürfnisse befriedigt. Währenddessen auf der anderen Seite die Interessen und die Bedürfnisse der Bürger und der Kleinunternehmer und der Gewerbetreibenden nicht befriedigt werden. Und daher haben wir eine Gesetzeslage geschaffen, die Rechte der Banken immer mehr verstärkt hat und die Rechte der Bürger immer mehr geschwächt hat. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Frage ist, ob wir diese Richtlinien und diese Regeln, die da geschaffen wurden, wieder rückaufrollen können. Das ist eine Frage, die wir derzeit mit Leuten aus dem Rechnungshof, aus dem Verfassungsgerichtshof, aus dem obersten Gerichtshof und aus anderen Stellen klären, um dagegen auch wirklich juristisch etwas tun zu können. Aber Tatsache ist, es kann doch ein friedensstiftendes Geschäftsmodell sein, wenn der Zweck darin besteht, eine Religion zu errichten, die unter Millionen, Milliarden Menschen einen Glauben erzeugt, der nichts anderes im Ziel hat, als jedem einzureden, dass er schuldig ist. Und zwar schuldig in dem Sinne, dass er Schulden hat. Weil dieses Konzept ist seit über 5000 Jahren praktiziert worden. Man zeigt mit dem Finger auf diejenigen, die Schuld haben, auf diejenigen, die schuldig sind. Und ein Geldkonzept, das auf Kreditbasis und auf Zinsbasis funktioniert, läuft darauf hinaus, auf alle Leute zu zeigen, mit dem Finger und zu sagen, du hast Schulden bei uns. Das heißt, arbeite, zahl deine Zinsen. Und es ist völlig wurscht, wo man heute sich die Jahresberichte von Banken ansehen würde. Ja? Man findet in so ziemlich jedem Jahresbericht immer in den Erläuterungen Erklärungen der Banken dafür, worauf ihr Geschäftsmodell auch ausgerichtet ist langfristig. Nämlich Banken haben gar kein Interesse, dass man den Kredit zurückzahlt. Banken haben langfristig nur das Interesse, dass man die Zinsen bezahlen kann. Weil die Forderung auf den Kredit, auf den Kapitalstock, die hat die Bank in der Regel immer besichert, mit Grundstücken oder anderen Sicherheiten. Das bedeutet, sie hat immer im Regress einen Anspruch auf den Besitz der Bürger. Sobald die Bürger diese Zinsen nicht mehr zahlen können, werden diese Leute verfolgt. Sie werden enteignet und es wird ihnen der Besitz weggenommen. Und ich hatte einmal in einer Pressekonferenz gesagt, das Geschäftsmodell von Banken ist ausschließlich darauf ausgerichtet,
die Bürger zu enteignen und Besitzumverteilung zu betreiben. Und dieses Konzept ist aber jetzt nicht von irgendwelchen Managern wie einem Kulterer oder einem Elsner oder einem Liebscher oder einem Nowotny erfunden worden, sondern dieses Konzept geht ja auf Leute zurück, die in der Wall Street sitzen und die vor knapp 100 Jahren auf korrupte Art und Weise eben das Zentralbankgesetz dort umgesetzt haben. Aber so kann man keinen Frieden herbeiführen, indem man die Leute und die Bürger immer mehr in den Hintergrund drängt und ihnen suggeriert, schuldig zu sein und zahlen zu müssen. Und daher glaube ich, dass es wichtig ist, und das hat auch der Heini Staudinger also schön gesagt oder mehr oder minder zum Ausdruck gebracht, einen friedlichen Widerstand zu leisten. Na gut, was ist friedlicher Widerstand? Weil nur Widerstand alleine, das ist es ja nicht, sondern es ist eine Art von Ungehorsam. Und dieser Ungehorsam gegenüber Richtern, nämlich zu sagen, ich akzeptiere dein Urteil nicht und ich bezahle die Strafe nicht, die du über mich verhängst, das ist doch eine Vorbildwirkung, und zwar insofern, weil man sagt, wenn Gauner die Gesetze errichten, die darauf ausgerichtet sind, die Bürger zu benachteiligen und eine Gruppe zu begünstigen, dann ist es doch unsere Pflicht, die Gefolgschaft zu verweigern. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, wenn ich weiß, und wir haben in Österreich zig Dutzendtausend Fälle, wo die Raiffeisen, die Sparkassen und wurscht wer den Leuten, den Bürgern und den Arbeitnehmern nachlaufen, ihnen das Geld wegnehmen, sie zenden, ihnen den Besitz wegnehmen und sie besitzlos machen. Das heißt, es wird eine Zweiklassengesellschaft gegründet. Und das ist eigentlich das, was uns ja an das erinnert, was früher, ich weiß nicht, wer das war, irgendjemand hat in dieser Rede früher nach der Christine, glaube ich, gesagt, der hat den Faschismus und den Antifaschismus im Zusammenhang mit der Ukraine erwähnt. Also ich würde das jetzt nicht auf Faschismus oder Antifaschismus beschränken und auch nicht auf Nationalsozialismus oder sonstige Dinge. Aber eines ist mit Sicherheit klar. Die Hypothese, dass die eine Gruppe Vorrechte mit Gewalt durchsetzen darf, die ist sehr alt. Und zwar deswegen, weil sie es konnte. Sie konnte sich Gesetze schaffen, die hat sie sich gekauft durch die Regierenden, mit denen sie die Gewalt durchsetzen konnte. Das war ein Merkmal. Und das ist immer ein Merkmal von einer Rasse, die glaubt, dass sie besser ist und herrschen kann. Und das ist etwas, was mit Faschismus sehr viel zu tun hat. Weil ich frage mich nämlich eines. Eine Gruppe muss sich ja nicht nur auf eine Kultur oder auf eine regionsspezifische Rasse beschränken. Sie kann sich nämlich weltweit ausbreiten, wenn sie sich auf eine Methodenspezifik beschränkt. Das heißt, die Rasse des Geistes und die Rasse der Moral blendet die Rasse nach Hautfarbe und nach Sprache völlig aus. Die spielt dann gar keine Rolle mehr. Weil diese Bilderberger-Konferenzen, die da stattfinden, international nächstes Jahr in Tirol, die haben ja letztlich nichts anderes im Sinne, als auf geheimen Wege ihre Interessen durchzusetzen. Und man muss sie an ihren Taten messen und an ihren Ereignissen. Also, wir haben eine Situation, wo wir sagen können, wenn ich bis zum 19. Jahrhundert zurück, also die letzten knapp 200 Jahre, weltweit 227 Staatsinsolvenzen zu beklagen habe, und allein in den letzten 25 Jahren 45 Staatsinsolvenzen zu beklagen habe, dann muss ich doch zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Konzept mit Geld und Zins auf Dauer immer zu Insolvenzen und zu Zahlungsunfähigkeiten führt und auf Dauer letztlich immer zu Unruhen, zu sozialen Unruhen, zu Unzufriedenheit, zu Aufständen und zu Widerständen führt. Und es führt dazu, dass wir in Ländern wie Portugal oder Spanien Jugendarbeitslosigkeitsraten von 50% haben. Weil nun mal die Interessen der Großinvestoren und der Großbanken in Europa viel mächtiger sind und die Regierungen und unsere Volksvertreter dazu zwingen können, uns Bürger auszunehmen, damit die Großbanken mit den Zinsdiensten vollgestopft werden. Das heißt,
dieser Gruppe ist ein Phänomen gelungen. Sie hat eine Religion errichten können. Eine Religion, die größer ist als jede andere. Sie hat den Glauben errichten können und verbreiten können, von dem wir alle bis heute überzeugt wurden, dass es richtig ist, Zinsen zu verlangen. Dass es rechtens ist, Zinsen zu verlangen. Aber das ist es nicht. Sie hat den Glauben errichtet, dass wir schuldig sind. Dass wir jedem, der uns Geld borgt, ob Bank oder wer auch immer, Zinsen schuldig sind. Und dass das über Jahre sich nicht rechnen kann, das haben diese 227 Staatsinsolvenzen in den letzten 200 Jahren bewiesen. Es funktioniert einfach nicht. Dieses Verhalten trägt den Menschen seit 5000 Jahren. Die Suggerierung, dass er Schulden hat. Und diese Gruppen haben über diese Jahrzehnte in allen Bevölkerungen einen derartigen Einfluss nehmen können, dass sie, so wie es vorhin auch erwähnt worden ist, die Medien unter ihrer Kontrolle haben, die Regierungen unter ihrer Kontrolle haben und letztlich auch eine Gruppe unter ihrer Kontrolle haben, die ihren Erfolg sicherstellen kann. Und das ist die Justiz. In der Justiz sind Vertreter von einer Gruppe, die letztlich nichts anderes tun, als diejenigen, die die Schäden verursachen, die Banker, nicht verfolgt, Anzeigen gegen diese Leute niederschlägt, verdunkelt, unter den Tisch kehrt oder aufsitzt und auf der anderen Seite dadurch Bürger, die Forderungen und Ansprüche haben, auf Recht und Gerechtigkeit daran hindert. Das heißt, wir stehen vor einer großen moralischen Wende. Und diese moralische Wende muss die Frage beantworten, ob es möglich ist, dass man so einer Gruppe, die Zinsen verlangen darf, in Zukunft diese Begünstigung noch weiter zugestehen darf. Und ob es möglich ist, dass man den Banken weiterhin noch Freiraum und Spielraum einräumt, ihre kriminellen Machenschaften und Geschäftsmethoden durchzusetzen. Ich glaube, auf Dauer kann das nicht sein. Ich weiß nicht, wie viele Besucher heute da in Linz sind. Ich wäre gern dabei gewesen heute. Ich habe mich auch angemeldet. Habe allerdings aus unterschiedlichen Gründen heute leider nicht kommen können. Aber wie oft wollen wir uns von den Banken noch einreden lassen, dass es ohne ihr Schuldenkonzept nicht geht? Es geht. Und würde es dieses Kreditwesen nicht geben, dann würde es auch keine Staatspleiten geben. Es würde keine Volksaufstände geben und die Verteilung würde dann den Streit beenden können. Also eine Gruppe, die glaubt, sie hätte mehr zu bieten als Gott, eine Gruppe, die die Botschaft Christi verwendet, schändet und missbraucht, um eine Mission zu erfüllen, so wie es der George Bush gesagt hat, ist eine Gruppe, die man auf Dauer entmachten muss. Und dafür ist diese Friedensmahnwache wichtig und gut, weil es letztlich darum geht, dass ja der Bürger mit seinem friedlichen Widerstand und mit der Verweigerung seiner Gefolgschaft ja nichts anderes verlangt von dieser Gruppe, als friedlich zurückzutreten. Und da bin ich ganz auf dem Franz seiner Seite, dass man mit einer Generalamnestie diese Leute jetzt nicht einsperrt oder verfolgt, weil es wären ja Hunderte oder Tausende. Und diese Bankmitarbeiter können auch nichts dafür, weil sie vorsatzlos handeln. Und daher müssen wir uns aufrichten, uns am Ernst Happel orientieren und sagen, wir haben keine braunen Striche in der Hose, wir trauen uns das, egal was die sich trauen, weil wenn man Menschen kennenlernen will, dann muss man nur ihre Entschuldigungsgründe studieren und ihre Rechtfertigungen. Und wenn man die genau hinterfragt und studiert, dann kommt man drauf, dass wir einer riesengroßen Täuschung aufsitzen und trotzdem mit Hoffnung in die Zukunft blicken können, dass wir irgendwann einmal die Beweishoheit wieder bekommen, indem wir nach dem Grundsatz, wie es halt von mir aus, weil ich ihn früher zitiert habe, wie es der Jesus Christus ja seinerzeit gesagt hat, als er ja aus ganz bestimmten Beweggründen die Geldhändler aus den Tempeln vertrieben hat und ihnen ja auch eines vorgeworfen hat. Er hat ja gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und das ist etwas, was ich diesen Bankern nicht gönne. Und das ist etwas, was wir auch nicht tun müssen, dürfen, weil wir sonst in keinen Frieden münden werden. Aber das, was eben das Menschlichste ist an Menschenliebe, ist es, jemanden Scham zu ersparen. Und das sollten wir diesen Leuten ersparen und ihnen einfach klar machen, dass das nicht mehr funktioniert. Und ihnen klar machen, dass man nicht mit der Laterne und auch nicht mit dem dicken Geldbörserl, sondern mit dem Herzen die Menschen suchen muss.
Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Schicke euch meine besten Grüße nach Linz. So, wir sind am Ende angelangt. Ein mächtigen Applaus für den heutigen Abend. Danke für alle, was da waren. Neben mir steht jetzt der Marian. Der Marian hat mit der Friedensmann-Harmonie angefangen da in Klagenfurt. Ich habe es dabei gemacht. Wir machen es jetzt einfach gemeinsam. Vielleicht hat er noch ein paar Worte zum Sagen. Ja, es hat angefangen mit der Friedensmahnwache und bei der zweiten Friedensmahnwache haben wir es dann Montagsharmonie genannt, weil uns klar war, dass Sprache wirkt, dass Sprache was verändern kann und deswegen Montagsharmonie. Und ja, also ganz kurz noch, nächste Woche wieder selber Zeit, 18 Uhr geht jetzt los. Und es ist ganz egal, wo ihr seid, weil so ziemlich in jeder Stadt gibt es eine Friedensmahnwache, Montagsharmonie, Friedensparty oder wie sie ja immer heißen wollen. Und hast du noch was zum Sagen? Wir treffen uns jetzt beim Augustin. Jeder, was dabei sein möchte, heute geht es nicht um irgendwas Organisatorisches, sondern dass wir ein bisschen reden miteinander. Genau, super. Und ab nächstes Mal gibt es wahrscheinlich, also wenn wir Glück haben, Foodsharing. Das heißt, es gibt gratis Essen in Mengen. Also wer da Motivation hat, dann zu kommen. So. Super. Und jetzt mag ich noch etwas machen. Also bei mir ist das immer so, wenn irgendwo wenig Leute sind und wo man denkt, war so wenig, dann mache ich immer einen ersten Schritt, dass ich sage, jetzt sprich einmal aus, was passiert, dann manifestiere ich das einfach in die Zukunft hinein und das mag ich jetzt einfach machen. Ich spreche jetzt einfach aus, ganz Klagenfurt wird jetzt erreicht, wie auch immer, egal wie, und ganz viele Menschen kommen jetzt einfach von selber und machen mündig mit uns mit und das verbreitet sich jetzt über die ganze Erde, egal wie, das passiert jetzt. Super. Ende. Be the one who had to say this, but it's been heavy on my mind. And though you like to think you're one and you're the only, look around, 'cause you're one of a kind. I'm not the only one who knows or who can see this, but you've been getting on my say that you're the one who's right, and if it's for its face, it deserves. Sheep, you've got the messes on your soul, no need to run, no need to hide. You're all just sheep. As long as everyone agrees, you'll be as stupid as you please. You're all just sheep. And anyone with a laptop can supply you with lies. Sheep, you're being led up to the slaughter, and I'll serve you with fries. Who could care less to get the facts straight? He's just another status quo. Behind a microphone, and boy, don't he just look great as he demonstrates what he doesn't know. Sheep, you've got the message on your soul. No need to run, no need to hide. You're all just sheep. As long as everyone agrees, you'll be as stupid as you please. You're all just sheep. The laptop can supply you with lies. Sheep, you're being led up to the slaughter, and I'll serve you with fries. And though you claim to have the facts to back up your story, you never seem to hang around.
just sheep.